Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu Time Loader, einem wunderbaren kleinen knuffigen Rätselspiel, das ich heute zusammen mit Michi spielen darf. Hi Michi. Hallo Daniel, ich bin bereit, mit dem Loader-Bot in die Vergangenheit zu reisen. Und darum geht's jetzt. Irgendwie in die 90er, Zeitreisen, Rätseln. Wird ganz cool, hoffe ich. Ja, ich kann mich ja nicht mehr gut an die 90er erinnern, ist schon so lange her und war ja damals schon sehr, sehr alt. Vielleicht an euch ein Hinweis, dieses Spiel gibt es ab morgen bei Steam, ab 3. November tatsächlich, und ihr könnt es heute auf eure Wishlist setzen und das ab morgen dann direkt genießen. Disclaimer, wir haben ein Sponsoring von dem Hersteller dieses Spiels für diesen Stream hier erhalten, aber wir freuen uns so oder so sehr auf dieses Spiel, denn ich habe das vor ein paar Monaten schon mal kurz angeschaut und ich fand es sehr, sehr süß. Schauen wir mal, was es kann. Hast du Untertitel eingestellt? Kann ich mal kurz gucken. Für den Fall, dass wir da... Ich glaube, die Sprache ist automatisch Englisch und die Untertitel sind dann auch an. Okay. Michi ist noch etwas leise. Ich mache das Spiel noch ein bisschen leiser und dich im Vergleich lauter. Da tappe ich hier nochmal kurz rüber. Lalala. So. So ist das. So ist das. Okay. Dann starten wir doch mal ein neues Spiel und gucken uns das mal an. Bin gespannt. Ja. Spaß. I've been having a recurring dream. In it, I am 10 years old. The hot summer of 95. And the air is smelting. But I'm happy, and certain nothing bad will ever happen. There are sounds that can change everything. They divide life into before and after. For me, it's the sound of falling hard to the ground. I think I stayed under that tree forever. Like a nightmare from which I never awoke. But today, I will awake and return to that day to fix everything. This is my chance. I've worked towards this for years, studying physics and quantum mechanics, robotics and artificial intelligence. And finally, my goal is in sight. Das ist ja abgefahren. Ich meine, das ist schon ein ganz schön hartes Thema erstmal, aber das ist ja cool. Das heißt, er verhindert seinen eigenen Unfall, oder wie? Ja. Aber dann kann er ja gar keine Zeitmaschine bauen. Oh, stimmt. Oh Gott, das wird wieder so, dass er dann verschwindet seine Hand plötzlich dann auf dem Bild. Okay, so. Beweg dich nach links und rechts, oder kann ich hier... Der kann reden. Du kannst auch reden. Ja, bin ich ein Bagger. Bin auch jedes Mal erstaunt. Er kann ja reden. Ja, ich kann auch einen Zuckerwürfel nehmen. Grabbing functionality, also good. Nur, dass ich ihn direkt in meinen Mund werfen werde und nicht das in die Kaffeetasse. Was? Den zu werfen. Den Zuckerwürfel? Hallo? Ja. Ich bin ja wohl hier eher... Oh. Schon mal schlecht. Wie werfe ich den denn? Jetzt warte mal. Mit linker Trigger, den rechten Rücktritt, genau. Ja, siehste? Zufriedenstellend könnte besser sein, wie ihr auch guckt. Na hallo. Na, jetzt fahre ich erstmal hier den Berg rauf. Allradantrieb haben wir schon gelernt bei Walter Röhrl. Ein Bagger ist erst dann kletterfähig genug, wenn beim Gas geben die Träne der Ergriffenheit waagrecht. Ne? Okay. Jetzt musst du mit dem Arm so klettern, oder? Also das ich so kann auch springen, ja genau. Das heißt, ich. Ja. Moment. Achso, ich kann da gar nicht ziehen. Das heißt, ich springe und grabbe dann. Da musst du graben mit dem Trigger dann. Kennst du das aus einer Straight Story von David Lynch? What you need that grabber for, Alvin? Graben. Hopp! Yes! Yes! Nice. Schwebezeitfunktionalität gut. You, little one, have a very important job to do. Ach, dafür ist der Kasten in der Küche. Ich denke mir immer. Initiating time transfer. Jasmin, dann schickt die damit Essen in die Vergangenheit. Die schickt Hamster ins Jenseits. Ach so. Bing! Jetzt ist
echte Hamster überall. Mit der Mikrowelle ins Jahr 1995. Warum? Warum, René? Okay. Wir haben wieder einen Haufen. Successfully arrived in 1995. Local time, 10 a.m. Wie pissed er ist. Movement functionality is damaged. Oh, das ist kaputt. Need to find and reattach the missing wheels as soon as possible. Oh, da oben schon eine DeLorean. Das stimmt. Die verlorenen und, Räder. Und die fertig gebaute Bismarck oder was aus diesem, vom Del Prado Verlag, wo man 300 Ausgaben sammeln muss, um das Kriegsschiff zusammenzubauen. Ja, in der ersten Ausgabe sind aber schon die ersten drei Teile drin. Ja, das ist Buggeschütz und die Kommando, der Kommandostand und dann ist aber in Ausgabe 3 die linke Schraube. So. No! Nicht da runterfallen. Ein Airhockey, eine Lavalampe hat man in den 90ern übrigens tatsächlich jedem geschenkt, der Geburtstag hatte, weil man immer dachte, ja. Ich hatte auch eine Lavalampe. Ich das nicht. Hab ich ja hier keine Lavalampe. Okay. Schau mal mit einer extra Animation. Cool. Wieder hingebaut. So, liebe Freunde, es wird hier gerade schon wie verrückt abonniert und gehypt ohne Ende. Baldi hat uns schon den sechsten Monat abonniert. Außerdem hat Spain Wolf gerade 5 Abos verschenkt. Dankeschön. Und Keller Arthur hat uns mit Prime abonniert. Dankeschön. Gnu mit U hat uns auch mit Prime abonniert. Dankeschön. Ist das die Gnune? Ich glaube, es ist eine andere, aber es auch. Finde ich auch gut. Dankeschön. Finde einen Weg in den Flur. So, wir müssen irgendein rotes Auto kaputt machen. Oh, geil. Ich hatte auch die gleichen Lautsprecher früher. Echt? Sind das ja, die Creative das sind Labs? Die, ja, die Creative Labs. Diese, wie heißt es, Four Seasons oder so? Wie hießen denn die? Four Seasons, Creative Labs, Super Lautsprecher hießen die. Ja. Oder das Gojira! Für Leute, die nicht so sehr auf ihr Japanisch abgehen, Godzilla. Achso. Also senkrecht hoch geht nicht. Das heißt, wie komme ich denn... Achso, nee, ich muss da oben tatsächlich mich langhangeln. Okay, es ist auch so ein bisschen Plattformer. Gut, dass wir I am Bread gespielt haben. Battle Tanks, kenne ich auch noch irgendwoher. Gilt das als Rätselspiel, was wir mal gespielt Warte haben? Mal. I am Bread. Was können wir jetzt machen? Save the planet. Ja, Licht da aus. Kommen extra, Energie, rettet den Planeten. Das hätte 95 hätte noch was gebracht. Aber wenn wir jetzt überall 1995 das Licht ausmachen, haben wir dann so viel Energie gespart, dass wir jetzt nicht in dieser düsteren Zukunft festsitzen. Und was mag es bringen, wenn ich hier das Licht ausmache? Lass mich mal kurz überlegen. Baseball-Handschuh, Gameboy. Der alte Gameboy. Hatten wir auch alle in den 90ern, aber wie komme ich hier rüber? Ich hat doch okay, tatsächlich, der ist bessere Cambridge Labs Lautsprecher. Das kommt mir voll bekannt vor, so hießen die doch. Ja, ja, nee, Creative Labs. Sicher, das ist da nicht auch so ein... Warte mal. Ich fahr erstmal in den Flur. Nochmal der Hinweis, dieses Spiel gibt's ab morgen bei Steam. Wir spielen es schon heute. You can check it anytime. Es gibt aber schon auch heute eine Demo zu dem Spiel auch. Also wenn ihr euch das mal ausprobieren wollt, bevor ihr es kauft, könnt ihr euch auch eine Demo bei Steam runterziehen. Wir spielen mal die Vollversion. Lass mich mal kurz, wo war jetzt hier mit der Karte? Das hat jetzt gerade angezeigt und ich, Idiot, habe es wieder ignoriert. Naja, so viele Knöpfe gibt es ja nicht auf dem Gamepad. Naja, ich habe jetzt schon alle gedrückt und es kam aber nichts. Tja. Da müssen wir mal kurz den Chat fragen, ob der aufgepasst sicher, hat. Sicher, dass es nicht auch einfach eine... Die Katz. Oh. Ja, kann ich ihr die Maus? Wie kannst du... Okay. Ja, ist ja gut. Ja gleich schon. Eine gefangen. Hopp. Ich mag den Grafikstil sehr. Ja. Okay. So, dann können wir hier mal den rüberziehen. Also seit I'm Red ist ja so Heimnavigation ein leichtes. Damals waren wir ein Brot, jetzt habe ich einen Zwicker und 4 Räder. Wer soll dich jetzt noch aufhalten? Du? Ja, nein. Das ist ja mein Job. Eternal Foil. Was haben wir? Haben wir nicht heute Jahrestag? Fast. 10. Jahrestag? Am 1. November 2011
Tatsächlich gestern ist unser erstes gemeinsames Let's Play erschienen. Aufgenommen haben wir es schon ein bisschen vorher, aber es ist immerhin erschienen. Ui. Oh, da kannst du das Auto aber dann jetzt auch so runterfahren lassen. Tschüss, fieses Killer-Auto. Das braucht einen Monster-Truck-Namen. Wie heißen die denn? Gravedigger. Ja, wir machen den auch schon ein bisschen zu lang, glaube ich. Ja, immer, es gibt immer noch einen neuen. Über Gravedigger haben wir, glaube ich, noch nie geredet. Und genau jetzt weiß irgendjemand im Chat, in welcher Folge vom 2012er Let's Play, was weiß ich, was wir schon über Gravedigger geredet haben. Wahrscheinlich haben wir sogar mal ein Spiel gespielt, was Gravedigger hieß. Also, was ich hier mal klarstellen will, das ist nicht 10 Jahre GameTube, weil das wird hier schon wieder so... Nein! Nicht das, ich kenne das Auto kaputt. Ja. 10 Jahre GameTube ist erst nächstes Jahr. Das ist ja quasi, wir haben ja, bevor wir GameTube angefangen haben, hatten Daniel und ich ja noch so ein bisschen... Spaß am Leben. Genau, nee, da hatten wir auf dem GameStar-Kanal so Mini-Let's Plays hochgeladen. Also Martin auch und Fritz auch. Und dann hatten wir uns irgendwann... mit GameTube dann quasi, ja, nicht selbstständig gemacht, aber zumindest unseren eigenen Kanal aufgemacht. Ja, aber dann ist es weg. Aber ich muss es ja kaputt, ich muss aber in die Küche mit dem Ding. Ja, mach mal. Dann schmeiße ich es jetzt erstmal darüber. Ja. Tschüss. Bleibst du musst gedrückt halten und den anderen dann. Das habe ich gemacht. Also tatsächlich habe ich schon so ein bisschen vor, dass wir nächstes Jahr das Jubiläum so, feiern, ist jetzt auch übertrieben. Also. Hallo? Natürlich wird gefeiert. Aber schon das so. Ist, das ist diese Millennial-Generation, die nicht mehr feiern will. So, und jetzt drücke ich den Flip. Ah, jetzt, okay. Hast du mal rausgeguckt? Gibt es da noch was zu feiern? Naja. 10 Jahre GameTube zum Beispiel. Wenn das kein Grund ist. Schau mal, ich hätte auch gerne den großen Zapfenstreich. Ich will eine Fackelparade. Oh Gott. Oh Gott. Allein was? Die Bilder, ey. Dann haben die so Armbinden, wo da so GT draufsteht. Und aus der Entfernung sieht es dann alles völlig falsch aus. Schwierig. Nein, bitte nicht. Das würde auch aus der Nähe ziemlich falsch aussehen. Ja, aber das würde. Naja. Aber wir könnten ja trotzdem vielleicht ein Orchester oder so. Also ich kann bis hier an die Kante fahren und dann muss ich aber das Auto so weit wie es geht da wegschmeißen. Ja, jetzt aber. Ja, das war doch schon mal nicht schlecht. Jetzt auch graben, hops. Grabbing Pills. Muss ich das Auto jetzt mit in die Küche nehmen? Ja, mach ich doch. Mach doch. Na, also. Yes! Hört ihr denn das Spiel jetzt noch da draußen? Weil bei mir ist es jetzt tatsächlich sehr leise. Also passt jetzt das Sound. The Sound Balance. Ach. Ganz ehrlich, ich stehe total auf diese Zuhause-Level. Egal in welchem Spiel, ob das jetzt das hier ist oder, was weiß ich, Micro Machines oder Grounded. Damit du mal einen Eindruck von einem Zuhause kriegst, das nicht total trostlos ist, oder was? Ja, ich denke mir dann immer, ach so leben Menschen. Da liegt jetzt zum Beispiel ein Schokoriegel oder ein Spiegelei, gibt es bei uns alles gar nicht. Kaffeemaschine gibt es schon. Es war doch jetzt vor ein paar Tagen Halloween. Und ich dachte mir, bevor man sich jetzt hier blamiert und dann irgendwie ist es hier in den Niederlanden voll das Ding, kaufen mal lieber irgendwie Süßigkeiten ein für den Fall, dass halt da so Kinderbanden in Kostümen kommen und halt beschenkt werden wollen. Jetzt habe ich mega viel Schokolade eingekauft. Dann kam eine Kinderbande, das waren quasi die einzigen deutschen Kinder hier aus der Straße. Die haben euch überfallen. Nee, die haben halt dann auch, hatten dann Kostüme an, sahen halt voll nett aus und so. Und hab ich denen halt so diese Schüssel hingehalten, hat jedes von den Kindern einen Schokoriegel genommen, wo da ungefähr 150 drin waren oder so. Und das Einzige, und dafür war es fast schon wieder wert, dass ein kleines Mädchen den Satz gesagt hat beim Weggehen, das waren ja richtige Deutsche. Das ist schon wieder rentiert. Aber waren Deutsche unter den Schenkern. Jetzt sitze ich aber quasi auf einer Schüssel voller Schokolade und werde die nächsten Wochen nur noch fett. Ich habe es wahrscheinlich auch schon mal erzählt, meine Halloween-Anekdote vor vielen Jahren, als Halloween noch nicht ganz so verankert war im deutschen Kulturraum, hat sich mein Spätzle, ich nenne jetzt den Namen nicht, aber hallo Kabi, eingebildet. Er müsste jetzt quasi voll auf Halloween gehen und dann waren wir abends in der Stadt unterwegs und er dachte sich so, ja, heute sind bestimmt total viele verkleidet. Ich weiß doch voraus, erst das Auto, und ich ziehe mich, ich verkleide mich jetzt für Halloween und dann treffe ich da bestimmt viele Gleichgesinnte, die auch verkleidet sind. Ja. Warte. Stimmt, du verdammtes rotes Auto. Und dann, weil er aber zu geizig war, selbst ein Kostüm
zu kaufen, sondern dachte sich, ich baue mir eins. Dann hat er sich komplett mit so Mullbinden eingewickelt und wollte halt als Mumie gehen, was eigentlich ein ziemlich cooles... wie komme ich denn zu einem Kochlöffel hoch? Ziemlich cooles Kostüm war. Nee, so komme ich da nicht Kannst hoch. Kannst du denn diese Schüssel, die da links steht, weiter rüberschieben irgendwie? Dass du Probier's schon mal. Höher kommst? Beziehungsweise kannst du dann von da aus auch schon... Ja, genau. So, und jetzt? Und hüpf. Nice. Hops. Genau. Na, jedenfalls hat er sich dann komplett mit Mullbinden eingewickelt, um als Mumie in Fasching zu gehen und hat dann damit gerechnet, dass total viele verkleidet sind. Und dann sind wir in die nächstbeste Cocktailbar, um uns einen, also zum Vorglühen. Dann saß er da ganz alleine als Mumie an der Bar, total deprimiert. Sah so dumm aus. So komplett eingewickelt. Stirb, rotes Auto. Meine ganzen Monsterfreunde feiern alle nicht mit. Ja. So, und jetzt haben wir... Das ist jetzt quasi... Oh. Ah, okay. Jetzt haut ihn das nächste Ding um, oder wie? Oh. Okay, der Typ, der so viel Pech hat bei Amazon und auf dem Mond. The circumstances changed, but the turning point is still the same. Das heißt, wir müssen den Drachen jetzt zerstören. If we get to the basement, we should be able to shut down the electricity. Wie er schon schaut. I'll show you the way. Hey, Moment. Ich bin wieder begeistert, wie viel man mit so zwei hellen Flecken an Augen. Jetzt ganz kurz mal, weil habe ich das richtig? Also er ist jetzt beim Versuch, diesen Drachen anzupacken, ist er in die Stromleitung gekommen oder was war das jetzt? Ja, und dann ist er runtergefallen. Ach so. Okay. Also wir müssen jetzt eigentlich das ganze Haus niederbrennen, damit nichts mehr da ist, was ihm schaden kann. Ja, aber das ist ein Rätselspiel nach meiner Fasson. Einfach mal alles zerstören. Wir haben doch schon bei Goose Game die moralische Hoheit der Dorfbevölkerung zerstört. Das war auch ein Rätselspiel nach meiner Fassung. Das stimmt. Haben wir ja doch schon ein paar Rätselspiele zusammengespielt. Siehst du? Ja, Goose Game ist ja eher ein Terrorspiel. Das stimmt. Also, ab ins Wohnzimmer. Ticken lauter wäre schön, das Spiel, oder? Spiel und Michi in den Ticken lauter. Das geht. Ich switche mal ganz schnell. Er switcht. Talkscreen, Moment. Er switcht. Wer gerade das eingeschaltet hat, wir spielen heute Time Loader, ein lustiges Rätselspiel, weil ob es so lustig ist oder ob es nur wir lustig machen, sei dahingestellt, aber ein nettes, cleveres Rätselspiel, was es ab morgen auf Steam gibt. Es gibt schon heute eine Demo davon. Ihr könnt das Spiel jetzt auch wishlisten, wenn ihr möchtet. Und es handelt davon, dass er mit so einem kleinen Spielzeugroboter in die 90er Jahre zurückspringt, um zu verhindern, dass der Hauptfigur ein schrecklicher Unfall passiert. Und gerade eben haben wir schon ein kleines Spielzeugauto zerstört, auf der die Hauptfigur ausgerutscht ist, wodurch sie querschnittsgelähmt worden ist. Und jetzt gerade eben müssen wir eine Stromleitung kaputt machen oder beziehungsweise den Strom abschalten, weil die Hauptfigur jetzt beim Versuch, einen Drachen zu ergreifen, sich einen Stromschlag geholt hat. Aber das ist doch irgendwie eine... Du als Vater, wie viel Möglichkeiten gibt es denn für alle. So ein Kind, sich umzubringen? Alle. Also theoretisch müssen wir doch jetzt echt die ganze Bude niederbrennen und dann sterben wir wahrscheinlich im Feuer. Also es hilft schon mal, gar keine frei hängenden Stromleitungen zu haben oder Kinder das Kind zum Beispiel gar nicht erst rauszulassen oder im Garten oder irgendwo hin, wo es sich halt verletzen kann. Das Kind fühlt sich in seinem Gehege sehr wohl. Das kriegt auch ab und zu frisches Heu. Und dann tut sich das auch nicht weh. Oh, da kommt Videospielmusik. Echt? Aha, schau mal, ich kann mich auch runterhandeln. Der reinste Kletter-Max. Hattest du mal so einen Lego-Technik-Roboter? Roboter nicht. Ich war ein sehr großer Lego-Technik-Fan als Kind. Habe das lieber gemocht als das klassische Bau-Lego, Lego City und so. Fand ich damals immer irgendwie ein bisschen langweilig, weil dann hatte man die Polizeistation gebaut und dann war es auch schon wieder vorbei. Lego-Technik fand ich total super. Fand es auch geil, wenn irgendwie der Sportwagen, wenn dann da die Kolben sich bewegt haben beim Schieben oder das Differential. Aber ich glaube, als die Lego-Roboter aufkamen, war ich ein bisschen... Die Kiste kann ich da nicht rausziehen.
So diese war ich ein bisschen zu alt schon, beziehungsweise das Zeug war ein bisschen zu teuer und ich halt auch schon aus dem Lego-Alter ein bisschen raus, aber da komme ich so tatsächlich nicht rauf. Nee, okay. Musst irgendwas da unten hinschieben können. Und einfach, warte mal, ein beherzter Sprung nach oben, das ist zu hoch, oder? Dass du quasi mit ausgestreckten Greifarm da nochmal wieder hinkommst? Nee, da komme ich nicht hin. Ich müsste mich hier irgendwie... Ich komme ja fast drauf, aber es reicht mit dem Allrad nicht ganz. Mhm. Ein Bagger ist erst dann kletterfähig genug, wenn du in der Garage Angst hast, einzusteigen. Also, ich muss sagen, ich habe gerne so Lego-Sachen gebaut, aber ich war nie ein großer Lego-Technik-Fan, weil genau dieses... Also diese Grundästhetik von Lego-Technik mit, man sieht da quasi die ganzen Kolben und man kann da quasi so innen ins Innenleben reingucken. Das fand ich immer scheiße. Ich dachte mir immer, so sehen doch Autos nicht aus. Da ist doch nicht alles irgendwie offen und es sieht doch irgendwie blöd aus, wenn das alles so löcherig ist und wie so ein Schweizer Käse. Deswegen war ich nie so der große Lego-Technik-Fan. Und für diese ganzen Lego-Technik-Roboter programmieren wäre ich auch zu doof gewesen. Das hätte ich nicht hingekriegt. Das ist ja ein Super Nintendo-Controller. Vielleicht kann ich mich da amerikanische. Ah, warte mal. Genau, jetzt pass auf. Da wupps ich mich einfach rüber. Wupps, siehst du? Das war nicht schlecht. Wir sollen so reden wie in den 90s mit den harten Sprüchen. Wie hat man denn in den 90s geredet? Also ich kenne in den 90er Jahren nur noch einen Gangster-Rap und das war... Wie ging denn das? Warte mal, ich muss mal kurz die Lyrics rausnehmen. Power and the money, money and the power. War das das? Nee, So, was hast du jetzt davon, du blöder Kaktus? I remember that video game. Warte. Super Nintendo's neuester Hit heißt Zelda und der reist mächtig mit. Kennt ihr das noch? Diesen geilen Werbespot, wo dann alle so getanzt haben? Nein. Warte mal. Jetzt bin ich im Keller. Das stimmt. Der kleine Roboter! Jetzt ist es der tote Roboter. Ja, Moment. Aber wenn jetzt der Roboter zerstört worden ist, wird er dann jemals die Inspiration finden, den Roboter in der Zeit zurückzuschicken? Würde er jetzt nicht stattdessen versuchen, den Cowboy in der Zeit zurückzuschicken? Oder einen Dinosaurier? Würde jetzt genau. Es wäre geil, wenn das jetzt Auswirkungen hätte, oder? So Dinosaurier zurückzubringen. Wenn sich jetzt der Bagger in Dinosaurier verwandelt hätte, der was Gleiche kann. Ja, würde ja eigentlich gehen, oder? Wenn es wie so ein Langhals-Dino. Ja, ohne Hände. Ja. Aha. Befreie die Prinzessin aus dem fünfischen Clown, dafür musst du den Drachen die Rübe abhauen. Ho, 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 jetzt habe ich einen Schraubenzieher. Wurde ich neulich schon wüst darauf hingewiesen, weil offenbar sagen nur wir bayerischen Höhlenmenschen Schraubenzieher dazu. Es handelt sich um einen Schraubendreher. Wir bayerischen Höhlenmenschen sagen aber auch nicht Schraubenzieher, sondern Schraubenzirger. Zirger. Okay. Diese kleinen Filmchen, die da eingeblendet werden, da hätten wir tatsächlich in den 90ern in der CD-Version dafür bezahlt. Da hättest du das Spiel nochmal gekauft in der CD-Version und dann irgendwie einen Huni bezahlt, damit du einen Renderfilm kriegst. Das muss aber die Hälfte davon zu Tode interlaced wäre, aber den Rest hätten wir uns vorgestellt. Da muss ich jetzt aber schnell sein, oder? Hopp. Hat ein bisschen was von It Takes Two, ne? Das ist mal wie immer, einer alleine reicht, nämlich ich. It takes only you. Ja, sagt mal ihr im Chat, weil es allzeit verpeilt auch gerade wissen will, sagt von euch jemand Schraubendreher? Oder sagt ihr Schraubenzieher? Oder Schraubenzirger? Schraubenzirger, schreibt der Casey Foxy Boy. Die Briten sagen zum Beispiel Screwdriver und da sag ich Wodka O dazu. Mann, war der Witz scheiße. Da ist mir aber ein lustiges Wortspiel in der soziologischen Monatsschrift eingefallen. Oh, den Bobbycar müssen wir aber auch zerstören. Da könnte nämlich auch großes Unheil drohen. Der zerstört mich jetzt eher. Lauf! Nein! Gute Nacht. wie er so den Sargdeckel so über sich drüber zieht.
Schön. Also im Chat geht's wild hin und her. Viele Schraubenzieher, ein paar Schraubendreher. Mrs. Kelebra schreibt Schraubenschrauber. Auch nicht schlecht. Und die Wiener sagen Schraubenzirker, sagt Keller Arthur. In Bayern sagt man zum Beispiel ja auch nicht, ich drehe eine Schraube hinein, sondern aus dein Spacks, ey. Oh, jetzt. Oh, jetzt ist sie. Ah. Jetzt kann sie nicht mehr gelöscht werden. Geil. Außer man macht einen Tesafilm drüber. Ach ja, die 90er, als es noch Tesafilm gab. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon erwähnt hatten. Tatsächlich, das Spiel hat wohl ganz viele unterschiedliche Verläufe, die davon abhängen, von solchen kleinen Aktionen. Oh, also wir verändern quasi mit allem, was wir, also ich weiß nicht, was mit allem, aber mit vielen Sachen, die wir benutzen, verändern wir den weiteren Verlauf des Spiels. Es gibt wohl ganz viele unterschiedliche Endsequenzen. Okay, da müssen wir jetzt aber in Zukunft aufpassen und moralisch entscheiden, was wir wann machen. Butterfly-Effekt und so, ne? Ja. Ich habe immer als nur Butterfinger-Effekt mein ganzes Leben zelebriert. Gott, des Willen. Achso, dann muss ich hier wieder hoch, oder? Na, na. Nochmal. Ist das so ein Dummies-Buch? So ein Dummies? Sagst du Dummies oder Dummies? Kommt drauf an, von wem ich rede. Dummi. Du Dussel. Dussel ist gut. Ja. Dussel hat sowas Sympathisches. Das ist tatsächlich Jack Screws for Lamers. Hm. Was sind denn Jack Screws? Das war's. Dann Spacks, nein. Das weiß ich Dummi wieder nicht, was das ist. Oh, da macht sich einer flach. Vielleicht komme ich da von der anderen Seite. Nee, bringt gar nichts, oder? Nach rechts muss ich. Also, kurzer Zwischenstand bei der Schraubenzieher-Debatte in Niedersachsen, sagt man dem Wissen von Finn Witulski nach Schraubenzieher. Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich da Niedersachsen von einer kleinen Minderheit, die Schraubenzieher als Wort nicht ertragen kann, genötigt worden bin, mein Vokabular anzupassen. Wieso? Hast du denn Vokalubar angepasst? Das Wort heißt Vokalubar. Naja, ich dachte mir, jetzt achte ich halt drauf, in Zukunft eher Schraubendreher zu sagen, aber maybe not. Und jetzt auf die Kiste, oder? Das schaffe ich. Amtsstreuner sagt Schraubenzieher auch in Sachsen-Anhalt. Schraubendrüller Vorarlberg. Geil. Schreibt der Knobelknilch. Der Knobelknilch, der muss es wissen. Na gut, ab in den Keller. Das war ein Befehl. Urlaub. Und weiter geht's in die Waschküche. Danke übrigens an SteveMan01 für das Prime-Abo. Jetzt hast du gesehen. Ui. Und an DJMCN82 für das Prime-Abo. Jetzt ist die Frage, wir haben hier einen Wasserschaden, den kann ich entweder lassen oder zumachen. Aus der Erfahrung in dieser Wohnung hier würde ich sagen, lieber zumachen. Sonst hast du nämlich nur Ärger. Drehen wir zu, oder? Also ich kann nur sagen, von meinem Wohnort, pach, das bisschen Wasser im Keller. Da muss man sich nicht verrückt machen. Excellent. Better fix the leak. Aber zu. Before the whole house gets flooded. Ha, siehst du? Gut, dass ich aufgepasst habe und noch nach links gefahren bin. Na, geht nicht. Nee. Muss ich jetzt echt die Treppe rauf? Nee, oder? Hopp. Doch, aber er macht er gut. Er hat echt gut Grip. Es hat so ein bisschen Trials-Vibes auch, ne? Da ja, und Tyco RC. Tyco RC! Es ist Gripor, der Greifroboter. Greifen, fahren, klettern. Tyco RC! Greif, was du willst. Bis jetzt. Ich schalte mal die Lampe um. Vielleicht wird dann so ein Pixar-Spot draus. Ah ne, er macht sie kaputt. So, hab's nicht kaputt gemacht. Naja, was haben wir hier? Was ist das? Ich kann es nicht nehmen. Ah doch, oh. Doch, das ist so eine Reißzwecke. Ah, das ist so ein Pin. Eine Reißzwecke, ein Reißnagel. Wie nennt ihr das? Reißzwecke, Reißnagel, Flup. Pin?
Maybe there's another magnet somewhere. Ach, Magnet. Wie nennt ihr diese Reißzwecke? Magnet. So. Das habe ich nicht erkannt. Aber brauche ich die denn Magnet dann überhaupt? Ja. Naja, bestimmt. Kannst du dich damit vielleicht irgendwie upgraden? Jetzt warte halt mal. Erstmal den Schrank hier auf. Ui. Aha. Nur ein Magnet. Was kann man damit jetzt machen? Kannst du die anderen Magneten damit einsacken? Ich wollte das Rätsel anders lösen, aber ich mag nicht. Oh Gott. Jip. So, noch ein Magnet, oder? Und dann muss es aber reichen. Donk. Klapp. Aha. That physics, though. Schon cool. Aber jetzt, gut. Vielleicht können wir beim Nachbarn einen Wasserschaden verursachen, wenn wir woanders aufdrehen. Und dann ist es auch so Back to the Future mäßig, dass dann der Nachbar so voll verarmt und die eigene Familie voll reich wird. Nee, vor allem dann dreht man bei sich selbst ein bisschen auf und gibt dann die ganze Schuld dem Nachbarn und der muss dann die komplette Versicherung fürs Haus bezahlen. Oh, schau, wie er es fast schafft. Er schafft es nicht. Aber kannst du dich den Arm quasi schon so vorher ausstrecken und dann so oben drüber legen, um dich hochzuziehen? Geht das? Wir sind nicht hier nicht bei Trials. Das geht so. Das geht doch nicht. Du musst nacken. Nee, das geht tatsächlich echt nicht. Ich glaube, ich muss hier hochspringen und nicht in das Loch reinfahren. Okay. Hopp. Das lernt man auch in der Fahrschule. Fahr nicht in das Loch. Das wäre auch ein Spiel, was in VR total nett wäre. In so einem Diorama-Look. Boink. So. Und jetzt? Geil! Die Modelleisenbahn! Boah, bist du in dem Keller von Horst Seehofer? Wer weiß, was wir hier alles finden? Oh Mann. Also der nächste Monster Truck, wie heißt der? Gravedigger hatten wir schon. Der heißt... Wie gab's denn noch? Enforcer. Es gab doch hier den Truckosaurus, der war doch auch quasi von der Basis her ein Monster Truck, oder nicht? Oder ist der Truckosaurus? Ja. Oh. Ja, aber der hat ja eher andere Autos gefressen, als drüber zu fahren. Naja, inwieweit ist das disqualifizieren? Na, es hängt ja vom Regelwerk ab. Da gibt es bestimmt irgendwie so ein echt so ein. Also gab's in Deutschland gäbe es dazu einen Verein mit Kassenwart und so, die dann entscheiden so, nein, also ein Truckosaurus darf lediglich in der ersten der zwei K.O.-Runden die gegnerischen Autos fressen. In der zweiten. Hast du denn früher Monster Truck Madness gespielt von Microsoft? Ich habe Midtown Madness gespielt und Motocross Madness. Monster Truck Madness nicht, das war mir irgendwie da zu. Da gab es nämlich, glaube ich, auch Samson. So krass. Samson gab's, Wildfoot gab's. Bigfoot war der Klassiker. Bigfoot und Gravedigger waren die berühmtesten. Bigfoot gab es auch und Gravedigger, genau. Das muss auch schlimm sein, oder? Wenn du der bist, der in den 90ern jahrelang Bigfoot gefahren hat, so die berühmtesten Monster-Truck der Welt neben Gravedigger. Und heutzutage wohnst du wahrscheinlich in irgendeinem Trailerpark in Oklahoma und erzählst dann den Kindern davon, ich habe Bigfoot gefahren und alle so. Obwohl es wahrscheinlich immer noch hoch im Kurs. So, jetzt pass auf, jetzt gibt es neue Federn. Wow. Papa kriegt neue Federn. Moin, yes. Ach krass. Hat sich das jetzt ist ja quasi super. Selber auch schon abgegradet. Das ist ja. Wenn ihr dieses Spiel super findet, packt es auf eure Steam-Wishlist und dann könnt ihr es ab morgen spielen. Und jetzt schon die Demo, könnt ihr das schon mal ausprobieren. Oder hier weiter zuschauen, ihr seht ja, dass es hier Spaß macht. Ich finde es echt schön. Was kostet das? Wissen wir das? Ich kann das kurz recherchieren. Passen Sie Gucken auf. Gucken Sie mal nach. Es kostet, können wir noch nicht, weil es ist ja noch nicht erschienen. Ja, aber ich glaube, es wird nicht so teuer sein. Aber wie gesagt, Demo gibt es ja quasi. Das ist ja echt mega süß. Au, jetzt habe ich mich ganz schön angehauen. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Kann ich hier... Nee, warte mal. Ach so, jetzt geht die Brücke wieder hoch. Und damit kannst du dich jetzt so entlang hangeln, oder? Unten an diesen Haken? Ja, fast. Nix da hangeln. Da ja, aber vielleicht wieder rüber. Für den Rückweg. Ach so. Ja, aber jetzt geh erstmal nachher nach rechts. Da,
Was ist das für eine Spur? Ist es H0? Nee, das ist zu groß für H0. Han Solo vielleicht. Das ist doch das gleiche, was quasi so diese große Playmobil-Eisenbahn war. Du musst das ja wissen. Du hattest also keine Lego-Technik, aber eine Playmobil-Eisenbahn. Wieso habe ich mit dir eigentlich jemals Kontakt aufgenommen? Weiß ich nicht. Ich giere nee, du hast, auch ja, mich, so du hast ja mich zum Let's Playen genötigt. Hä, das stimmt ja wohl gar nicht. Doch. Ich habe gesagt, ich will alleine spielen. Dass du dich da einfach reingezeckt und hingehockt. So. Wenn ich jetzt das alleine spiele, kann ich in 7 Jahren selber einen Twitch-Kanal aufmachen und als Streamer berühmt werden. Ich so, vergiss es. Das gönne das ich dir. Das mache ich dir kaputt. Da rede ich dir rein. And he never stopped. Wie bei der geilen ersten Szene in der ersten Server-Downshow-Folge, wo Weins wie zufällig neben Kleb sitzt und Kleb dann sagt, ja, jetzt wenn du schon mal da bist, kannst du auch gleich mitmoderieren. Meine Güte. Das war einfach authentisch. Ja, das war nicht geskriptet. Wie sie halt sind, die Zweige. Wo muss ich jetzt hin? Hier ist diese Mausefalle, aber die kann ich nicht auslösen. Pigale, es ist die große Mausefalle mitten in Paris. Bill Ramsey, kürzlich gestorben. Er ist noch... Den mochte ich als Kind zum Beispiel lieber als Playmobil. Und als dich. Gab's von dem auch so ein eigenes Eisenbahnsystem? Heutzutage gäbe es es. Die große Bill Ramsey Eisenbahn. Ach, tut es gut, mal Bill Ramsey sagen zu können, ohne dass einer kommt mit reiner Himmelblick. Ja, wahrscheinlich, er sitzt schon im Chat und tippt sich warm. Bill Ramsey. Nee, das ist Jules. Reiner Himmelblick. Ach so. Wie komme ich jetzt weiter? Finde einen Weg in die Waschküche. Also hier ist ein Elektromagnet auf jeden Fall mal. Da muss Strom ran. Und dann zieht der nämlich diesen Feuerwehrwagen weg, dass du da quasi weiterfahren kannst. Aber wie kriege ich Strom an den Magneten? Mit einer Batterie. Eine Batterie. Erstmal die Batterie, dann die Mütze. Das sind ja akrobatische Höchstleistungen. Das wäre zum Beispiel auch ein Spiel, wo ich mir so ein Weihnachtslevel total gut vorstellen könnte. Vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht, sorgen wir durch unsere Taten dafür, dass er dann voll Weihnachten hasst und da muss man es ihm quasi wieder schmackhaft machen. Dann falle ich jetzt hier mal runter und schau mal, was da so... Ah, da gab's... War ich hier schon? Nee. Nee, jetzt kommst du wieder zurück quasi, wenn du jetzt tolle Sprungfedern hast. Ach, stimmt. Ja, aber ich habe immer noch keine Batterie. Und er zeigt mir eigentlich schon immer ziemlich genau an, wo ich hin muss. Also ich muss jetzt nie irgendwie durchs halbe Level, um irgendwas zu holen. Kannst du denn diese Reifen, die da vorhin lagen... wegschieben, um eventuell was mit der Mausefalle zu machen? Ich kann relativ wenig machen und wenn, dann zeigt er mir es ja per Symbol an. Aber diese Reifen kannst du nicht in die Mausefalle reinschieben. Ich kann mich vielleicht jetzt nochmal hangeln, vielleicht hilft ja das. Uah. Ah, ich war ja vorher auch schon oben, oder? Oder haben wir da irgendwas Interessantes gesehen? Nee, da warst du noch nicht, glaube ich, auf der Seite. Da komme ich aber auch nicht rüber. Sicher? Wenn du jetzt, kannst du nicht dich hochziehen? Was hat einen Arm und kann nicht schwimmen? Bagger. Natürlich schaue ich Wetten, das am Wochenende, also bitte. Ach, kommt das jetzt dieses Wochenende? Ja, diesen Samstag mit Helene Fischer, Udo Lindenberg und Peter Maffay ist nicht dabei. Völlig unerklärlich. Hauptsache irgendein Schweizer macht irgendwas mit einem Bagger. Eigentlich hätten wir uns doch auch bewerben können hier. Daniel Veit aus Ingolstadt wettet, dass er mit einem hochintelligenten Minibagger. Ach so. Was soll ich denn jetzt tun? Ich kann nichts mehr packen. Sicher, dass da nicht, weil eben im Chat auch jemand geschrieben hat, also diese Reifen, die da sind, kannst du nicht da in die Mausefalle tun, dass die auslöst irgendwie. Ach, hier ist die Karte, schau mal, finde einen Weg in die Waschküche. Okay, ich muss nur nach rechts weg irgendwie. Na, rechts in die Büsche. Komisch, dass die das aufs Digipad gelegt haben. Das habe ich dir vorher noch gesagt. Dann hast du gesagt, nein, das habe ich schon probiert. Ja, Digipad habe ich nicht probiert. Du meinst, diese Reifen hier rüberschieben irgendwie. Was hätte ich denn davon? Na, das ist die Mausefalle. Ach so, in die Mausefalle. Ja, aber es ist doch keine Maus. Da.
Am I a joke to you? Wie geht die Karte? Muss die. Ja. Und jetzt? Ach so. Muss ich mir aber ganz schön flach machen. Hast du schön beleuchtet. So was hab, oh, da ist hier so ein Dungeons and Dragons. Schmarrn, hätte ich jetzt mal gesagt. Das ist also Hero Quest. Hero Quest kommt übrigens wieder. Ja. Ich stiere da ja schon immer hin, weil hier in der Innenstadt ist ein, wie sagt man, prächtig ausgestatteter Warhammer-Laden. Hm. Und das wäre eigentlich genau die nächste dumme Passion. So einen ganzen Raum vollstellen mit so einem Schlachtendiorama, wo ich dann immer auf den Tag X vorbereite, wenn dann jemand meine Armee angreift, aber da ich ja keine Gleichgesinnten habe, kommt ja nie. Und die Armee wird nur immer größer. Ich habe noch eine 1000 Punkte Blood Angels Armee im Schrank, die ist auch schon fast vollständig bemalt. Das ist dann Warhammer 40k, oder? 40k, ja. Ich habe nie damit gespielt, ich habe sie nur bemalt. Das heißt, da muss ich mir Warhammer Fantasy zulegen, damit nicht mal du quasi theoretisch regelkonform angreifen dürftest. Naja, meine Blood Angels werden mit deinen Pulk Gammel-Orks locker fertig. Da musst du schon mehr bieten. Jetzt fühle ich mich aber herausgefordert. Jetzt mache ich's. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie so... Und wenn, dann hole ich noch den großen Verpester von meinem Spezel, dessen Namen ich jetzt hier nicht sagen will, aber es war wieder der Gabi. Der hat nämlich noch einen total gut bemalten großen Verpester. Wie heißt der nochmal? Nargel? Nee. Weiß ich nicht, aber der stinkt. BMW XA5. Ist das nicht der große Verpester? Aha, schau mal. Oh, was für ein Front. Ein geheimes Zeichen. Wir müssen speichern. Oh. Suche nach dem geheimen Zeichen. Finde die uralte Morla. Na gut. Sag mal, weil hier gerade auch im Chat YB13 gesagt hat, ich soll das nicht machen, das ist teuer und du brauchst Leute dafür. Wie ist denn das? Kann man jemals in so einem Warhammer-Laden einen Zustand erreichen, wo die Verkäufer einen wie einen normalen Menschen behandeln? Oder wird man immer so behandelt, wie wenn man in ein Fahrradgeschäft geht? Es ist wie ein Musikgeschäft. So ein beim Musikgeschäft ist die Trennung klarer. Musiker, Musiklehrer, Musikinstrumentverkäufer. So, bei Warhammer ist es schwieriger. Da bist du ja nicht Profi, dann Warhammer-Lehrer und dann Warhammer-Verchecker. Und da gibt es ja noch den im Warhammer-Laden Rumhänger. Aber allein dieses, ich würde es, glaube ich, nicht aufbringen können, weil der Gesichtsausdruck ist schon immer so, so mega gelangweilt und auch schon so ein, der fragt bestimmt jetzt gleich, ob wir auch irgendwie schon fertig zusammengebaut den und den haben oder fertig lackiert das und das. Und allein schon diesen Mut aufzubringen, nur eine Frage zu stellen, ohne dass der einem den Kopf abreißt, ist wie ins Fahrradgeschäft gehen und eine normale Frage stellen. In den meisten Fällen wird man dann immer nur blöd angemacht. Ja, natürlich ist das Shimano. Was war noch? Mixing water and starch creates a non-Newtonian liquid. If we move fast enough, we can drive on. In der bizarren Boah, das war wie in der Knopf-Off-Show. Da muss ich wieder zurück in die 90er. Das war so ein klassischer Gag in der Knopf-Off-Show. Da hat der Joachim Bublatt hat dann so. Da gab es so ein Wasserbecken, großes, wie so ein kleiner Swimmingpool und dann haben sie da Stärke reingekippt und dann ist er da barfuß drüber gelaufen, ohne nasse Füße zu kriegen. Was? Du hast, glaube ich, ein bisschen Kameragrissel gerade, beweg dich mal ein bisschen. Ah, da ist er wieder. Jetzt er. Ja, der große Joachim Bublatt. Es ist jetzt hier so eine Automatikkamera, dass ich die mit kinetischer Energie quasi am Laufen halten muss. Ich kippe jetzt mal die Stärke ins Wasser, ne? Und dann mache ich hier Knopf auf. Ein Cheese Sweet. Sag mal, das war aber schon, weil ich habe das nie in Frage gestellt. Knopf Hoff war. Ja. Know-how. Ja. Okay. Viele haben es jetzt erst kapiert. Aber so, das war damals. Aber wie komme ich jetzt ins Mit der Unwissenheit des Zuschauers gespielt und kokettiert, dass er es eh nie richtig sagen können wird. Also nennen wir es gleich falsch. Ja. Okay. Das war ungefähr meine Lieblingssendung früher. Witz, Wissenschaft und Unterhaltung. Und der Knopfhoff-Professor. Allein dafür, dass es diese ganzen dummen Bully-Parade-Sketche dann gab, mit amerikanische Forscher haben herausgefunden. Wobei sie ihn sehr schlecht parodiert haben. Ja, aber das ist ja immer das. Also Bully-Parade, und da könnt ihr mich von mir aus sonst wie flamen deswegen, Bully-Parade ist immer
die erste Einstellung ist absolutes Gold. Es ist immer irgendwie total bizarre Situation. Meistens ist der total dumme Blick von Rick Cavanian, der es halt verkauft. Und je länger der Sketch geht, also die, wie sagt man, die Pointe ist nie gut. Nee. Es ist halt immer nur so dieses, es ist super bizarr. Irgendjemand hat Frauenklamotten an, irgendjemand guckt halt blöd. Aber war halt, so war das halt damals. Damals hat man drüber gelacht. Ich habe auch damals drüber gelacht. Hab ich einen Spaß, ne? Mit dem Schraubendreher. So. Dieses dramatische Rätsel gelöst. Und jetzt noch, er nimmt den Hammer. Nee, ich kann den Hammer gar nicht nehmen. Oh, jetzt bin ich aber in der Zwickmühle. Wer jetzt den Hammer nimmt? Oh Gott, was ist das denn? Halt die Fräse. Was? Doch gar nichts gesägt. So, und jetzt? Nun da. Was vorhin gefragt wurde im Chat. Ja, wir wollen warte mal, noch, jetzt hau ich einen Spax aus. Hau einen Spax aus. Wir wollen noch House of Ashes weiterspielen. Wir haben aber noch keinen Termin. Und einer unserer Mitspieler, der liebe Fritz, ist leider krank geworden. An dieser Stelle gute Besserung. Gute Fritz. Besserung, Fritz. Ich drücke jetzt, ich zünde den Knaller, Achtung. Und wir retten wieder Adams Leben und ich bin schon so gespannt, wie er es das nächste Mal schafft, sich umzubringen. Aufgepasst. Oh, geht nicht. Everything is sealed tight. There's nothing we can do. We need to get into the attic and disconnect the cable directly. Also, wir sind auf dem Dachboden. Hä, wieso können wir uns nicht mit einem Laser irgendwie upgraden und es dann aufsägen? Also bitte. Können wir nicht die Säge an uns ranbauen, die ist sogar schon dieselbe Farbe? Wird es jetzt nicht so eine, wie heißt das, Battlebot? Übrigens auch so eine Sendung. Die Unkreativen, die es allen versauen belohnt hat. Weißt du, es gibt halt Leute, die haben sich die mega Mühe gemacht mit, der kann Feuer spucken, der Roboter, und der hat hier eine Säge, und der andere kann irgendwie Messer schießen und so, ist irgendwas Spektakuläres. Und dann gab es immer die, die den Roboter gebaut haben, der wie so ein Kehrblech einfach die anderen nur umschmeißt. Und der gewinnt alles. Das ist halt so langweilig. Wie komme ich jetzt da hoch? Achso, ich kann die vielleicht umwerfen, diese Bretter, oder? Nee. Oh Mann, oh Mann. Kannst du den Hammer da raushauen und damit das zu beschweren? Ja, ich glaube, das ist schon Sinn der Sache. Oh, Achtung, der Hammer! Jetzt ist er weg. Hammer vor, das ist aber Hammer, echt weg. Der Hammer ist komplett rückstandslos desintegriert worden. Disintegrate him, vaporism. Kannst du die Band Hammerfall aus Schweden, so eine Metal-Band? Die sind anscheinend ziemlich berühmt. Und ich habe damals, wir haben mal ein Konzert mit denen gespielt, also die haben im Nebenraum gespielt. Nein, wirklich? Doch, und ich wusste nichts, weil ich ja nicht so der Metal-Hörer bin. Ich kannte die gar nicht. Und dann standen die hinterher bei uns beim Konzert. Rum in Berlin war das. Ja. Im Sage Club, aka KitKat Club. Naja. Und dann wusste ich gar nicht, dass die das sind. Und die waren total nett. Und dann habe ich Jahre später irgendwie so eine Aufzeichnung vom Wacken-Festival gesehen. Und dann so, ah, Hammerfall, die kennen wir doch. Woher kennen wir denn die? Und dann so, die haben doch mit uns auf dem Konzert gespielt. Also, oh, okay. Aber sicher, dass die das waren oder war das, das dann... Das war Hammerfall. So nein, das waren sicher. Die schon. Sicher, nicht nur irgendeine kleine Coverband, die halt dann Nee, das waren die schon. Das Hammerfiel war Hammerfiel oder so. Hammerfiel. So, ich drücke X. Jetzt repariere ich wieder irgendwas. Spaks außer. Oh. Naja, weil Sven Apfel gerade fragt, ob Rainer Hemmelbeck damit. Nee, der hat bei Hammerfall mitgemacht. Nicht bei Hammerfall. Rainer Hammerfall. Das ist doch ein Rainer Hammerfall, du. Hopp. Das war nix. Hättest du nochmal. Nochmal. In der Luft. Ach, vielleicht muss ich davon. Nee. Hätte ich nochmal in der Luft. Quasi der dreifache Rittberger. Boah. Nee. Doch! Wie? Was hat man jetzt davon? Naja, ich kann jetzt hier rauf und dann. Da also komme ich doch nicht so weit rüber. Nee. Und dann bin ich nämlich wieder hier unten. Ach so, jetzt kann ich hier wieder die Spacks rausdrehen und dann schiebt nämlich der Medizinkasten mich nach oben. Hahaha. Herrschaften, ne? Siegfried and Roy! Wahnsinn.
Oh, geile Zwischensequenz. Ah. Weil es Misaki gerade fragt, diese Aufzeichnung von House of Ashes kommt auch noch auf YouTube. Eigentlich sollte sie schon da sein, aber der Upload hat sich irgendwo gefressen. Ich guck mal gerade, ich guck live nach. Warte. War das denn cool? Es hat überraschend viel Spaß gemacht. Es verarbeitet noch, also vielleicht stelle ich es nachher noch live. Ach so, ich dachte, das Spiel in deinen Gedanken jetzt. Was für ein Spiel? House of Ashes. Es verarbeitet noch. Das ist ein Prozess. Ich verarbeite noch das gerade Gesehene. Es ist ein Prozess. Ich muss darüber schlafen. Ich habe einen Superheldenfilm gesehen. Nein, Quatsch. Ich verarsche Marco nur. Nein. Ja. Nein, Marc. Das ist alles. Das ist alles. Was ich sagen will, er hat ist, ja recht. Was bei, ich, bei diesen ganzen Dark Pictures und überhaupt all diesen Spielen, das auch bei Until Dawn ja schon ist, man muss sich, glaube ich, von diesem Gedanken lösen, dass das jetzt der total intelligente Horrorfilm ist, sondern es ist halt einfach dieses, der Spaß daran, dumme Leute in einem, also unsympathische dumme Leute in einem Horrorfilm sterben zu sehen. So. Und das macht's halt richtig gut. Also, und wir haben halt diesen Horrorfilm-Abend-Modus gespielt, wo dann jeder sich mehrere Charaktere aussucht. Und das macht voll Bock. Also auch so dieses Mitfiebern, bringt man seine Leute durch, bringt man seine Leute absichtlich um die Ecke, weil die nerven und so. Das ist halt echt cool. Ich drücke X, oder? Mikrowelle an oder X aus? Das ist jetzt wieder so ein Fall. Ich finde, man macht einfach alles, oder? Ja, einfach mal alles machen. Und jetzt? Ach so, jetzt hat das hier das stabilisiert. Das war gar kein storyrelevantes X. Ja, denkst du? Jetzt tritt nämlich Mikrowellenstrahlung im Haus aus. Und das kriegt ja Superkräfte in Zukunft. Ich wurde tatsächlich als Kind, das ist mir neulich erst wieder eingefallen, wurde ich regelmäßig mit Mikrowellen bestrahlt. Weil ich hab's und immer so, wenn es warm wird, wirst du zu einem Auto, oder was? Schön wär's, ich wäre gern ein Auto gewesen. Du schaukst immer wieder Auto. Bei mir auch nicht. Jetzt hau ich erst mal einen Spacks aus, jetzt warte. Weil das Swan hier geschrieben hat, dass ihn diese Augen von dem Roboter so sehr an, ich weiß gar nicht, was es war, erinnert. Walle. Das ist doch voll Walle, genau. Walle von Pixar. Au, der hat mir getan. Ja. Ja, es gibt auch so, es gibt ja so kleine, so, Bulldozer, so batteriebetriebene, die haben auch so Augen und die hören sogar auf einen, zu denen kann man dann irgendwas sagen. Ja, das, die haben auch so Augen. Ja, wie hießen die denn? Die hatten mein Kumpel, aber ich nenne jetzt den Namen nicht, der Kabi, der hat so einen. Ist es nicht Anki? Anki, keine Ahnung. Ja, von den Machern von da? Anki, warte mal. Anki, jetzt das Overdrive Anki, und da gab es einen Roboter. Anki Overdrive und das ist von... Warum ist Anki pleite, ist der erste Treffer. Warum ist Anki ein Fraumschiff? Wie hieß der denn? Warte mal. Ach so, ich dachte, da knurrt was. Dabei sind das meine Reifen auf der Kiste. Okay. Jedenfalls, was die Mikrowellengeschichte angeht, ich dachte dann auch... Cosmo ich hätte heißt der. Cosmo. Ich dachte auch, ich hätte dann irgendwelche... Jetzt bin ich ja wieder in der Küche. Sehr geil. Das ist so wie ich nach. Ich muss wieder in den. Ich bin ja wieder in der Küche hier. Was ist das denn? Was die Mikrowellengeschichte angeht, ich dachte dann auch, ich hätte dann irgendwelche Superkräfte bekommen, aber stimmt ja gar nicht. Das sollte nur irgendwie meine zur Mittelohrentzündung neigenden Ohren heilen. Hat's aber nicht. Stattdessen habe ich dann jahrelang später mal nachgeschaut, weil der um diese Arztpraxis, wo ich da immer war, der HNO als Kind. Die war, sag ich mal, die hatte nicht den besten Ruf aufgrund von einigen Vorkommnissen. Und Jahre später habe ich dann mal geschaut, das war irgendwie so, und einer von den zwei Ärzten, der hatte dann woanders eine Praxis und der hatte die Sensationswertung von 1 von 5 Sternen bei Jameda. What? Ja, weiß auch nicht. Da mussten die Leute doch im Wartezimmer schon ausrauben. Ja, jetzt frag dich mal, wo mein ganzes Lego-Technik hingekommen ist. So fein. Na, Achtung. Ein bisschen Schnupfen, her mit dem Bagger. Kriegst auch Mikrowellen ab. Ich drücke jetzt mal auf das Diktiergerät. Kannst du da was reinsagen? Ja. Achtung. Testing. 1, 2, 3.
Oh, das war Aufzeichnung Nummer 1. Das ist ja schon historisch. Das ist übrigens die gleiche Aufzeichnung, die auf jedem Diktiergerät ist. Diese so 1, 2, 3 Test. Ich weiß gar nicht, was ich hier reinreden soll. Und danach hat es nie wieder jemand benutzt. Ich glaube, wir haben 3 Diktiergeräte daheim bei meinen Eltern, wo genau diese Aufzeichnung drauf ist. Eigentlich wäre der Spaß nur ein Diktiergerät kaufen, eine kryptische Aufzeichnung, die irgend sowas ist wie der Verdächtige im Schmidt-Müller-Fall. Er ist vollkommen zur Unschuld zur Todesstrafe verurteilt worden. Ich habe die Beweise. Ich und dann das Ding auf dem Flohmarkt verkloppen. Ja, das wäre gar nicht so schlecht. All aboard. Diane entering the town of Twin Peaks. Ja. So, alles an Bord. Hopp. Oh, das war so. Das mache ich nochmal. Warte mal. Hast du das gesehen, wie ich hier den dreifachen Doppelachsel mit den Rädern mache beim Sprung auf das Boot? Achtung, warte, ich muss mich erst sammeln. Hopp. Tada. Hier noch so. Das Beste war noch der Schnaufer mit dem Ding. So. Wir reden eh zu wenig mit dem. Hallo. Ist so geil. Wie so eine Sockenpuppe. Na? Warte mal. Oh, hä? Ich hab doch gar nicht gedrückt. Der Globus. Dunk. Als dachte ich, er macht die Vase kaputt. Schade. Ach, verdammt. Immer wenn ich meinen Sprechgag machen will, kommt was dazwischen. Anderer Sprechgag. Post-it. Schade, dass man den nicht ein bisschen freier bewegen kann, den Arm. Dann könnte man noch viel mehr so Puppentheater damit machen. Das ist gut genug, ey. Call Sister. Call hey, Sister, Sister. Call Sister. Call Sister. Mann. Okay, also ich kann mich nicht ans Pendel hängen, sondern nur an die, wie nennt man das, ans Gewicht. Hep. Der heilige Bimbam. Oh, jetzt kann ich mich so. Na, uiuiui. Oh. Hopp. There should be a button here somewhere. It lowers the stairs to the attic. Aber inzwischen geht das mit den Sprüngen echt gut. Hui, jappa. Was ist das denn? So ein Raumerfrischer oder was ist das? Ich finde diese Kameraperspektive so geil, wenn man immer nur den Arm sieht. Ja. So, die Treppe zum Speicher, die kennen wir alle. Daneben. Adam's parents' bedroom is behind that grate. Ist hinter diesem Gitter, da brauchen wir den Schraubendreher. Einer der besten Gags bei den Simpsons, wo der sinistre Bart auf dem Speicher wohnt und der Dr. Hibbert will ihm dann ein Bild von ihm zeigen. Das ist dann aber nur der leere Bilderrahmen mit der Faust. Ach, herrlich. So, erreiche den Schutzschalter. Jetzt aber. Oh, im Speicher, da gibt es immer düstere Geheimnisse. Das ist aber echt nett, wie das alles gebaut ist, oder? Total. Oh, schau mal, der Wauzi da hinten. Oh, da hat es aber auch Angst. Der Roboter. Ja. Da unten liegt was gerade gefragt wird, der Plan ist von YB13, der Plan ist, dieses Jahr auch wieder einen Sternstunden-Stream zu machen. Jawohl. Mit höchster Wahrscheinlichkeit am 3. Dezember. Also merkt euch den schon mal vor. Wenn nicht am 3., dann erfahrt ihr es von uns. Wenn doch, dann erfahrt ihr es erst recht. Es wird dieses Jahr zwar alles sehr, sehr stressig, das alles hinzukriegen, weil es jetzt echt viel Schissel ist, aber we do it for the children. Das sah ja fast anmutig aus. Oh, das nicht. Das nicht. Achso, dann musst du es dem aber quasi entgegenspringen und es den abschüssigen Weg, ich würde es eher weiterschießen, also eher einen flachen Bogen, weil du musst dem jetzt entgegen, genau. Das ist wahr, oh, das ist aber echt nicht so einfach. Boah.
Das reicht aber nicht. Ich komme da, ich komme irgendwie nicht an. Vielleicht musst du vorher noch was machen, um überhaupt diesen Sprung möglich zu machen. Lass mich mal schauen. Nee, da komme ich so nicht hin, okay. Kann ich die Dose da hochwerfen? Nee. Ach so, doch, das ist ja ein Gewicht. Ja, ein Gewicht ist das. Na klar, so geht's. Mit dem Kron. Haha. Danke an Bio-Kartoffel, der uns schon den 7. Monat mit Amazon Prime abonniert. Hopp. Oder die. So, und jetzt? In den Schacht, oder wie? Gute Nacht. Au! Down, down the hatch. Ew. Ah, da ist noch so ein rotes Auto. Gleich zerstören. Oh, man kann es aufziehen. So geil, dass die X einblenden, aber du kannst es genauso gut mit RT machen. Das ist der wahre Rebell. Immer eine andere Taste, als da steht. Press Start to start the game und dann einfach A drücken. Das ist die heftigsten, ey. First sign of a serial killer. Aber das ist aber auch so, ist so eine Polizeistation, ach oder so, was ist das da? What? Jetzt habe ich das Auto hier rüber gewuppt. Ach so, der fährt jetzt da rauf. Oh, guck, fahr dem mal nach, der fährt jetzt weiter hier, der macht irgendwas. Nee, der macht mir hier auf. Ah. Das sieht aus wie von den Doozers bei Fraggles. So ein Gebäude, wo man sich immer gefragt hat, was bauen die da eigentlich? Und wenn es euch nicht gefällt. Hopp. Achtung, ah, jetzt geht's los. Jetzt fällt er in die Lava. Oh, die Katze beißt ihn. Was? Was sag ich? Die scheiß Katze war's. What the hell? Only a few details have changed, but that's just the tip of the iceberg. We'll need to scare the cat away if we want to save Adam. Wie viel da philosophisch drin steckt, so kann man das Schicksal überhaupt verändern oder nicht? Muss man sich dem Schicksal ergeben? Vor allem jetzt, das ist ja immer so ein, wie sagt man, so ein optischer Effekt mit diesen Tintenspritzern, aber das sah gerade aus, als hätte die Katze halt eine Hauptarterie getroffen. Oh, schau mal. Boah. Ah, ein alter Roboterarm. Kann ich dem Hallo sagen? Kannst du den upgraden? Nee, ist ja nur 2D. Nee. Oh, da ist, die haben sie Lieferungen aus Italien gekriegt, den guten Fragile. Mit Wein kenne ich mich aus. Hieß Fragile nicht der Salvatore bei der Name der Rose? Egal, ich drehe mal an der Kurbel. Dann erscheint sofort ein Pfeil. Du musst den kleinen, die Lasche ganz nach oben ziehen. Und da drückst du dann drauf. Vielleicht kriegen wir dieses Jahr Mike Krüger für die Weihnachtsgala. Ich find's gut. Aber der hat ja bestimmt wieder keine Zeit, weil er wieder zum Gottschalk geht, wie immer. Ich glaube, sagt ihr mal in den Chat gerne, wenn hättet ihr denn so Gastwünsche, wen man so für unser Weihnachtsspecial, wen wir einladen könnten? Wir haben ja jetzt nicht so viel Spielraum für Promis und nicht mal die deutsche Internetprominenz findet uns ja cool genug, dass sie bei uns mitmacht, außer Robin. Das ist cool, dass der mitmacht. Also macht er überhaupt mit, aber wir laden ihn auf jeden Fall. Noch haben wir ihn ja noch nicht gefragt. Ja, natürlich. Der macht schon wieder mit. Aber irgendwie, ne? Tom Cruise. Okay. Also ich finde auch, man sollte realistisch bleiben. Also Tom Cruise ist auf jeden Fall machbar, weil der ist ein großer Fan. Komme ich jetzt hier rüber auf das Rohr? Ach so. Ihr sollt sagen, wen wir einladen. Wir haben noch keine Auswahl. Es gibt so eine Mini Shortlist, halt, aber das sind alles Leute, die halt mit Gaming zum Beispiel jetzt nicht so viel am Hut haben. So, da wissen wir halt nicht, ob das dann wirklich sinnvoll ist, wenn, keine Ahnung, Frank-Walter Steinmeier jetzt bei uns im Stream ist. Ich fände es gut, aber so kann ohne, auch komplett ohne Vorbereitungen einfach da reinsetzen. Otto Walkes steht nicht fest. Ich habe rausgekriegt, dass mein Kontakt zu Otto Walkes doch gar nicht mal so einfach zu erreichen ist. Ach, oh, das ist ja eine große Überraschung.
Nee, ist es. Nee, ist tatsächlich. Ich dachte, es. Naja, egal. Schauen wir mal. Die Schwierigkeit ist natürlich, weil jetzt auch der Heider und sowas schreibt. Der arbeitet ja, ich sag mal, für die Konkurrenzveranstaltung. Nee, aber tatsächlich ist ja eine Schwierigkeit, da ich das immer recht nah an. Wie heißt es? Friendly Fire, die sind einen Tag später dran als wir. Genau, das heißt, die sind da eigentlich immer. Pete zum Beispiel würde auch gerne bei uns schon mal mitmachen oder so, aber er sagt halt, die sind halt selber so eingespannt mit ihren Dings. Die also Amigos wären halt der absolute Wahnsinn, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir da rankommen sollen. Das ist vor allem nach hinten raus, wenn die sich da mal die Mühe machen. So einen sonstigen Content. Und weil wir nehmen die immer in Schutz, also bitte. Gunnar und Christian, die könnte man tatsächlich mal fragen. Oh Gott. Bin ich schon auf dem Dach. Wie lang ist dieses Spiel eigentlich? Das, wie gesagt, es gibt ja auch voll viele unterschiedliche Enden. Laut ich habe jetzt eins von 10 Secrets gefunden. Und ich habe doch jetzt echt alles angeschaut. Vertreibe die Katze. Aber jetzt war ich doch schon fast im ganzen Haus. An die Schlafzimmer war ich noch nicht. Ja, das Kinderzimmer in einer Version des Hauses. Vielleicht ändert sich das Haus ja auch nochmal. Ach so. Tommy Krapfer ist. Und Hammerfall. Und jetzt Tommy. Hammerfall. Bei dir Wohnzimmer, oder? Ja. Gina Wild. Die soll Zeit haben, ja, das kann sein, aber da habe ich jetzt auch keinen Kontakt. So, jetzt müssen wir ins Baumhaus. Was, du bist hier jetzt seriös? Wir wollen doch keine seriösen Gäste, ich bitte euch. Würde unser Programm ja. Steinmeier sehen. Ginge noch, aber Michaela Schaffrath, nein, nein. Zu seriös. Mittermeier. Der hat mich schon mal gefragt, wie spät es ist. Wow. Warum schiebe ich jetzt diesen... Was bringt das, wenn ich den Lastwagen da in das... da in den Ding einschiebe? Jenny und Björn von Piranha Bytes. Ja... Mit denen haben wir zumindest bald mal ein Telefonat. Die könnte man mal fragen. Ja. Also aber echt cool, aber da würde ich mich dann schon wieder schämen, was wir für einen Unsinn machen. Warum wir kein seriöseres Fernsehen machen können. Bei ihm dann, oder was? Aber fragt Walter Steinmeier nicht. Ja, bei Steini wäre es mir wurscht. Der Laschet hat auch wieder Zeit. Das sind diese alten Narben. Ja. Oh ja, da bist du durch. Oh, pass auf, jetzt bin ich hier irgendwie in einem Ventilator. 3 in einem Büro und einer arbeitet. 2 Beamte und ein Ventilator oder so. Uke wäre auch nice, ja. Tatsächlich so ein bisschen noch die Schwierigkeit. Hui, warte mal. Hui, du bist ins Baumhaus rübergefahren. Ja, Tommy, können wir auch mal fragen. So ein bisschen auch die... die Balance zu halten, nicht zu viele Gäste, weil das ja dann auch mal so durcheinander und so. Das ist die Katze. Wie können Live-Musik mit der ganzen Band wäre natürlich auch gut, aber das kriegen wir studio- und produktionstechnisch nicht hin. Da müssen wir leider sagen, es geht nicht. Jetzt pass auf, jetzt schmeiß ich erstmal ins Bullseye. Geh halt noch näher hin. Ja, der Pfeil muss waagrechter fliegen jetzt. Das geht nicht. Ja, ja. Ah, da muss ich aber erst an den Ballon ran. Hamburg wie? Hamburg was? Hamburg Gasballon. John Cena sollen wir einladen, der sich dann bei China entschuldigt für diese Veranstaltung. Das wäre doch auch was. Hat der sich bei China mal entschuldigt? Da war doch diese ganze Geschichte mit Taiwan und so. Dass er während der hier Promotour von dem Fast and the Furious halt war. Ich weiß gar nicht, ob sie in Taiwan waren oder. Ha, verpiss dich, du scheiß Katze. Jedenfalls hatte er dann eben im Zuge dieser von Taiwan als Land gesprochen. Ja, kann er gern machen. Und dann aber danach so hat er dann auf Chinesisch sich entschuldigt. Oh, und er wollte niemanden zu nahe treten, es tut ihm so leid und er ist so, er liebt die chinesische Bevölkerung und das war ein Riesenfehler und er hätte es nicht machen dürfen. So, Mann. Ah, Katze. Gottes Willen. Komm mal her.
easily get back inside from here. We need to chase it further away from the tree. Oh, schau mal, kannst du vielleicht den Stecker da raushauen, dass das Fenster irgendwie zugeht? Ich werf sie einfach in den Ventilator. Die drei Damen vom Grill. Das wäre ein bisschen cool. Da kam neulich, habe ich neulich mal gesehen. Sehr nette Sendung. Was ist das? Drei Damen vom Grill. Ja. Das ist eine Serie aus den 80ern aus Berlin über drei so Damen von der Imbissbude mit Brigitte Mira und Harald Junke und Günter Pfitzmann. Ja, das klingt realistisch. Ist alle tot halt, ne? Elon Musk könnte man bestimmt mit so einem geschickten Twitter-Bait dazu bringen, dass er da aufkreuzt. Und dann aus Scheiß irgendwie die Weltwirtschaft kurzzeitig in den Ruin treibt. Nee, aber tatsächlich, also es sind alles gute Vorschläge, aber es ist alles so ein bisschen zwischen dem realistisch und wirklich sinnvoll. Und da sind wir selber am Hadern. So, wir suchen halt tatsächlich jemanden, der vielleicht mit Gaming was anfangen kann, der, bei, wenn wir ihn anschreiben würden, dann sagt, ach, das ist ja eine nette Idee. Und irgendwie, ne, vielleicht noch eine Runde mitspielt oder halt irgendein Talkthema hat, was euch auch interessiert. Oh. Achtung. Jetzt ist das sehr gut. Ja, aber ist doch gut. Ja, es ist ein bisschen offen oben, ja. Hast du da oben wieder hoch? Die Christbaumkönigin, ja, die könnte man natürlich auch wieder fragen. Vielleicht können wir die heute sogar mal zuschalten dieses Jahr. Ich möchte schon wieder bei der einen Christbaum kaufen. Also was wir schon mal sagen können, ist, dass aufgrund der terminlichen Situation ich halt hier sein werde und wir das quasi alles wieder komplett remote machen werden, aber es ist halt auch gerade noch nicht abzusehen, wie die sonstige Situation sich so entwickelt. Aber wir planen jetzt eher mal mit, alle sind irgendwie zugeschaltet und nicht viele Leute sind in dem großen Raum. Unzureichend? Wie? Noch weiter vertreiben? Das ist doch. Na, wo sind die jetzt hin? Ja, in die Scheune rein. Also nach links weg. Doch, da, war doch da hoch. Du warst doch schon da. Über das blaue Tuch drüber, dann wär's doch drin gewesen, oder nicht? Das blaue Tuch? Achso, das ist ein Kanister. Achso, Entschuldigung. Pardon. Tornister. Da geht's rein. Dorobert, ja, das wäre echt tatsächlich sehr nett. Hm. Ja. Nicht die Schöneberge, die würde ich tatsächlich nehmen, glaube ich. Hm. Also generell will eigentlich niemanden aus der Politik da so wirklich drin haben. Nicht Barbara Schöneberger. Nee, weil also Steini würde ich nehmen tatsächlich. Und ich würde, glaube ich, auch, weiß nicht, vielleicht Helmut Kohl, nee. Geht auch nicht mehr. Der Klingbeil. Der ist doch voll Gaming da inzwischen. Oder Philipp Amthor. Irgendwas ist schon wieder mit meiner Cam passiert, mit deinem Lego-Internet. Was ist denn da los? Wenn euch dieses Spiel hier gefällt, dann könnt ihr es bei Steam gerne wishlisten. Steam. Muss ich den jetzt da irgendwie so reinkippen, den Korb? Nee, einfach nur aus dem Weg ziehen. Dann könnt ihr das bei Steam gerne wishlisten und dann gleich morgen gehört es euch. Wenn ihr es nochmal ausprobieren wollt, es gibt auch eine Demo auf Steam. Könnt ihr auch gerne ausprobieren. Ich hätte lila Augenbrauen. Sah es gut aus? Also sollte ich überlegen, das dauerhaft zu tragen? Jetzt muss ich aber erst in den Garten, oder? Raus mit dir. Philipp Amthor. Alter. Ja, aber das ist genau das Slippery Slope, auf dem man dann eben gerät, wenn man sich da. Hat der eigentlich jetzt ein Bundestagsmandat? Ich glaube nicht. Ah, oh, da ist die Katze. So, jetzt pass auf. Jetzt kommt der Humvi. Fahr über Katzen drüber, fahr über den Rasenmäher drüber. Fahr einfach überall drüber mit dem Tyco RST Humvi. Und dann schalt in den Pursuit-Modus für extra Power. Die Batterien sind zwar sofort leer, aber extra Power. Aha, fahr da wieder aus.
Ja, ich glaube, du musst ihn benutzen als, also lass ihn da mal reinfahren, dann kannst du hinter dem, unter den Stuhl drunter und irgendwas da nackeln. Na gut. Nackeln. Ich glaube, da ist da nicht irgend so ein Stopper oder irgend sowas, was da unten drin hängt? Dann kannst du den Stuhl damit runterlassen, schau mal, der da, also wenn du draußen bist quasi. Nee. Genau, siehst du da, geht da nix, da muss doch was gehen. Nee. Da geht nichts. Sicher. Nischt. Ja? Entschuldigung. Da muss doch was gehen, da geht 100 Euro was. Dankeschön. Nee, komme ich nicht ran. Vielleicht komme ich über den ja auf den oberen Dingens, ne? Na so, jetzt aber. So, oben von oben geht's. Spack's aus und jetzt hat aufhören mit dem. Achso, kommt das Auto jetzt da auf? Na, das war jetzt nur die Stütze. Ach doch, vielleicht geht das. Ja, oder so. Erstmal den Stuhl ganz umklappen. Vielleicht musst du das Auto jetzt da hochfahren und kannst dann über das Auto auf den Gartentisch rauf. Ich muss auf jeden Fall den Rasenmäher einschalten. Was soll das? Ja, aber ich weiß jetzt, warum meine Katzen so fasziniert davon sind, stundenlang bei uns im Garten zu sitzen, weil da wahrscheinlich auch ein so ein Nachbarskind mit so einem Roboter rumfuhrwerkt, da alles umschmeißt. Die sind halt deswegen gern stundenlang im Garten, weil du drin bist. Ja, das stimmt. Wir sind ja jetzt gerade an dem Punkt, wo wir... Warte, jetzt muss ich erstmal den Rasenmäher auf die Katze schieben. Mach mal den Ja, bitte, danke. Oh Gott. Oh Gott. Reicht immer noch nicht. Is there a way to lock the cat in the house? Ja. Ah, oh, jetzt dachte ich, da muss man sich so wie am Stufenbarren rüberhangeln, aber nein. Ich glaube, das war jetzt aber Stufenbarren. Ich stelle mäßig. Jetzt hier gerade mal nicht schlecht. Über den Control Room meine Cam so um. Achtung! Oh nein! Sie hat die kaputt gemacht. Echt? Gott. Hä? Und jetzt? Achso, ich habe sie verjagt. Jetzt hat er den Drachen bekommen und jetzt versucht er sich dran zu hängen und damit davon zu fliegen. Oh je, schau mal. Ja, aber haben wir jetzt gewonnen? Nee, es war erst oh, Akt 1. Akt, oh. Okay. Crazy. Sleep mode deactivated. 2020 beta timeline. Good morning. Hä? Ach, bin ich jetzt in der Zukunft wieder? Ach, krass. Krass. The attic looks weird. Something must have happened in this timeline. Boah, das ist ja mega. Also er hat jetzt nie die Zeitmaschine gebaut, weil er nicht ums Leben gekommen ist. Nee, weil er sich nicht den Rücken gebrochen hat. Aber der Roboter ist immer noch da. Das heißt, der Roboter wurde nie zurückgeschickt. Das heißt, das ist jetzt die Zeit, in der einfach nur nee, so 2020 nee, ist und der Adam jetzt, fit ist, oder? Nee, das wirkt jetzt einfach. Also ich glaube, dass dieses, was wir uns überlegt haben mit, er hat ihn nie in der Zeit zurückgeschickt, das ist, glaube ich, eine Stufe zu viel. Aber er ist jetzt quasi in der Zeitlinie, in der er quasi dem geholfen hat, auf dem Dachboden verramscht worden und dann halt da vergessen worden. Jetzt würde er wieder aktiviert worden sein von irgendwas. Ja, schon, aber er wäre ja trotzdem, eigentlich müsste Adam jetzt fit sein und das ist halt die Zeitlinie. Also die ganz normale, also die bessere Zeit für Adam. Jetzt drücke ich mal hier auf, ich drücke X. Why doesn't Dad trust me? Science is dangerous. No science fairs for you, Adam. But I'm gonna run away and go to the science fair anyway. Ich habe den Rainbow Puke Fix aktiviert. Insider wissen Bescheid, jetzt müsste nämlich mein Looks like Adam has been butting heads with his father. What happened between them? Also sein Vater, also der junge Adam ist ja jetzt der Vater und der will nicht, dass sein Sohn auf die Science Fair geht. Warum nicht? Ja, weil der Geld verdienen muss. Hier.
eine Leistungsgesellschaft, da soll man sich nicht mit so Wissenschaft und so einem Scheiß abgeben, man soll lieber in die Wirtschaft gehen und fett Geld machen. Ne? Für die Aktienrente. Siehst du? Kommt davon. Nochmal. Ah, jetzt kommen auch so Timed Puzzles. Wir haben die Katze getötet, wirklich? Nein. Quatsch. Damit könnte ich nicht leben. Au, Mann. Da muss man wirklich genau präzise springen. Schnell sein. Aber wie fandet ihr denn zum Beispiel letztes Mal den Ferdinand Hofer im Stream? Wie fandet ihr den denn? Also fandet ihr das gut? Total nett und total cool und ich finde, der hatte Spaß. Der hat sich zwar ein bisschen gewundert, was sind das für welche, aber ich glaube, mit uns kann man schon auch so ein paar Minuten mal ein bisschen Blödsinn machen. Ich fand den super. Den würde ich auch jederzeit wieder nehmen. Aber den hatten wir ja schon mal. Und er hat noch nicht angerufen, was jetzt ist. Er schläft quasi auf dem Telefon in der Hoffnung, dass wir uns endlich wieder bei ihm melden. Das glaube ich, muss glaube ich eher nach rechts, oder? Der Pfeil zeigt nach rechts. Das Rohr neigt zu biegen. Die glorreichen 7. Die Idee, SynchronsprecherInnen aus der Gaming-Welt einzuladen. Ja, das wäre auch eine Idee. Kennen wir da wen? Lara Luft. Ja, ich wollte ganz sagen, Lara. Ich weiß nicht, ob die Späße bereit ist. Ach du Scheiße. Oh Gott. I recognize this robot arm. Oh. It's like Adam still hasn't finished the controls. Man müsste übrigens mal einen Robot in Games off machen, so mit Sprechern, weil die alle so ein bisschen, das ist alles ein bisschen der gleiche Style. Manche sind ein bisschen mehr so Tongue-in-Cheek-Briten, andere weniger. Wie hieß der bei Portal 2? Der Jack Wheatley. Der Jack von Lone Echo, der hat auch ungefähr so eine Stimme. Der ist halt jetzt nicht so der Humortyp, aber ist auch total sympathisch und er ja auch irgendwie. Achso, da muss ich einfach nur X drücken, ich bin auch ein Idiot. Na. Der zum Beispiel ist sehr, sehr dumm, der Roboter in diesem Spiel. Du hast wieder ein pinkes Gesicht. Ich hab doch den Fix extra gedrückt. Did nothing. Sharin und Ralf von Wissen macht A, das wäre mal geil. Oder die Crew von der Maus. Ich würde am liebsten die 6 Müllmänner einladen, weil die haben mein Jahr zumindest mehr begleitet als jeder andere Mensch. Der Büb, der Paul. Aber die sind auch teilweise nicht mehr unter uns, leider. Geil, Pflaume. Ja, der macht doch alles. Mit Internet. Oder Jürgen Vogel. Die PlayStation. Ja, stimmt, der Ferdinand, der hat uns gar keine Leichenrollen für einen Tatort besorgt. Werden wir mal sehen, wer dieses Jahr die Leiche wird. Schade eigentlich. Mirko Drotschmann, Mr. Wissen to go. Ja. It's that car from before. Time hasn't been kind to it. Mal sehen. Das ist alles echt ganz schön abgefuckt hier inzwischen. Sieht ja echt voll endzeitmäßig aus, oder? Haben wir schon irgendwo... Achso, warte mal. Haben wir schon irgendwo eigentlich eine Jahreszahl oder so gesehen? Also man weiß nicht, welches Jahr das jetzt ist, oder? 2020 ist es. Achso. Naja gut, aber das ist ja Endzeit. Leben wie vor einem Jahr. Da hatte ich ja doch ein iPhone 12. Gott. Oh, warte mal. Oh Gott. Unfortunately, the firefighters were unable to save Thomas Wright, his wife Mary, or their young son, Adam. The matter is still under investigation. Adam is dead? No, that's impossible. I saved him.
He was supposed to grow up to be a star athlete. Or a scientist. How did this happen? It's all because of me. I need to put everything back the way it was. Okay, also alle tot. Cool, haben wir ja sturmfrei. Also bisher keine schlechte Quote. Daniel versucht zu helfen. Es wäre lustig gewesen, wenn da also ganz was anderes wieder rauskommt. Oh, da ist wieder so ein Geheimnis. Wo ist das? Wo ist das Geheimnis? In der Tasse drin. Wenn da zum Beispiel irgendwie so eine so ein Blumenkranz um hätte oder so. Wie mein Spitzel Holly, der mal als Herr der Sieben Meere bei der Faschingsparty die Kneipe verlassen hat und eine Stunde später als Spider-Man zurückkam und sich nicht ganz im Klaren darüber war, was in der Zwischenzeit passiert ist. Er hat in den Spiegel geguckt und sich gedacht, scheiße, ich habe ja gar kein Kostüm an. Das sind die besten Momente. Jetzt aber schnell da hoch und hepp und hopp und Oh, that hurt. Wer gerade erst eingeschaltet hat, wir spielen hier gerade Time Loader. Das ist so ein Rätsel-Indie-Spiel, was es ab morgen auf Steam gibt. Es gibt auch eine Demo-Version davon. Ihr könnt das Spiel auch jetzt schon wishlisten und der Release ist dann, wie gesagt, morgen. Wir machen das heute in Kooperation mit dem Entwickler und Publisher dieses Spiels, die uns dafür auch eine kleine Gage geben. Und bisher ist es überraschend cool. Ich finde das total nett. Und anscheinend, also was man so liest, wird die Story wohl noch richtig super und man hat da halt tatsächlich diese verschiedenen Varianten. Also ich bin ja jetzt schon sehr überrascht gewesen. Ich hätte nicht gedacht, dass es dann so eine düstere Wendung irgendwie nimmt. So, ich lese jetzt mal die Post. Ich gucke in eure Kommode rein. I know you want what's best for Adam. But please stop encouraging him. Adam's obsession with science is getting out of hand. And I'm afraid he'll hurt himself. Yesterday, he short-circuited the power. We almost had a fire. Sincerely, Tom. Owie. Could Adam really have started the fire? Did he lose control of his experiments? No, I don't believe that. Weißt du, es ist dieser Edison-Effekt, dass er jetzt diesen Drachen hat und damit will er jetzt Elektrizität nachweisen und dann brennt er quasi die ganze Bude nieder. This bowling ball is not human. It doesn't feel pain. It can't be reasoned with. Die Heckscheibe ist kaputt. Ja. Hammer. Zum Glück ist Adams Vater tot. Und hat das nicht Puh. Gerade noch mal Glück gehabt. So, was haben wir hier? Müll. Aha. Now we can transmit electricity. Ach so, Benjamin Franklin war das mit dem Drachen, ja, nicht Edison. Du wolltest ja nichts sagen. Oops. Schon lange nicht mehr Day of the Tentacle gespielt, was? Wir müssen zuerst die Laterne einschalten. Das ist nicht Day of the Tentacle. Doch, da ist Benjamin Franklin. Ja, aber das mit der Laterne. Aha, jetzt kann ich Stromstöße verpassen. Echt? Mhm. So wie Edison. Build a time machine and go back in time. Ach so, jetzt muss ich wieder zurück ins 18. Jahrhundert und da in und da den jungen Adam retten. Ich spiele zwischendurch immer mal wieder Day of the Tentacle so aus Nostalgiegründen und die Remastered-Version ist ja total super, ist auch im Game Pass, glaube ich. Mhm. Und es ist einfach immer noch eine so große Freude, dieses Spiel. Da komme ich so nicht durch, ne? Und unten auch. Ach so, warte mal, vielleicht kann ich das dann britzeln. Britzel nee, so ist mal. Kannst du dich von hier aus schon britzeln? Nee. Aber wie komme ich denn da unten raus dann? Komme ich da überhaupt raus? Ich glaube, ich muss oben rum.
Oh, warum? Ja, Marty Fischer wollte ich auch immer schon mal irgendwie dabei haben, aber ich weiß nicht, ob der nicht auch inzwischen eine Spur zu groß ist für uns. Der wäre halt perfekt für irgendwie eine Mucke-Session, aber... Aber das ist halt gerade so schwierig, über Remote geht Sachen nicht, wegen, musizieren, wegen Lag, geht irgendwie den Lag einfach nicht. Nee, müsste man alles vorbereiten. Aha, ah, geil, jetzt habe ich da oben so einen Shot. So, jetzt kann ich hier irgendwas kurz schließen. Aha, es werde Licht. Ja, aber ich verstehe nicht ganz, wie wollen wir denn jetzt überhaupt wieder zurückkommen? Wir müssen zur Zeitmaschine, aber die hat ja Adam gar nicht gebaut, oder? Weil er war gar nicht motiviert genug. Ja. Weil er ja nicht schwer verletzt war. Naja, hier ist er doch schon gestorben, bevor er überhaupt im Erwachsenenalter die hätte bauen können. Oder war er... Oder vielleicht hat er als Kind, weil er hier mit Science und so, dass er schon einen Prototypen oder so gebaut hat, den wir komplettieren können oder so. Vielleicht, da liegt auf jeden Fall das U's auf der Werkbank. Das Geheimnis des U's. Ach nee, das ist das, was Homer doch an seinem Rücken kleben hat. So. Die Adam Venus von Milo. Hey, there's a password on the bookmark. We should remember it. Merkt ihr das mal? 973516. Gott, nie hat man die Ruhe vor diesen verdammten Zwei-Faktor-Authentifizierungen. Hast du es dir gemerkt? Ich habe schon wieder vergessen. 973516. Der Chat hat sich's bestimmt gemerkt. Jetzt habe ich hier irgend so einen Zapfen rausgedreht. Ein Zapfen. Oh, jetzt haben wir einen Wasserschaden. Schon wieder. Oh. Oh, oh. How can we get to the other side? Ja, mit dem Boot halt. Ich bin echt gespannt, wie viel Schaden wir noch anrichten können. Allen. Oh, jetzt kannst du dir so ein Hovercraft quasi daraus bauen. Klasse Außenborde. Nee. Warum ist mein Gesicht schon wieder kaputt? Was ist das mit deinem Internet? Es gibt das doch ist nicht immer mein Internet. Doch. Okay. Wo habe ich jetzt? Jetzt habe ich ein Boot mit einer Lampe drauf. Ist ja cool. Ach so. Ist ein bisschen so wie bei Metro, oder? Nightboat. Oh, was ist jetzt? How could this have happened? We worked so hard. Love, exciting and new. Wie ich halt vorher noch gesagt habe, ja, du hast ja noch nicht das Haus zu jeder Version gesehen. Ich wusste ja nicht, dass das wirklich da drin ist. Also das ist jetzt echt super cool. Also auch wie sie die ganzen Props jetzt quasi nochmal benutzen, dass das jetzt halt anders angeordnet ist. Jetzt hau ich erst einmal einen Spacks aus. Oh Mann. Nix. So wurde übrigens auch das Ungeheuer von Loch Ness fotografiert. Das war in Wirklichkeit ein Roboter-Bulldozer. Ah, so. Also was halt merkwürdig ist, ist, dass in dem Kontrollzentrum mein Bild richtig ist. Und wenn es bei Twitch rausgeht, ist es falsch. Du bist so bei mir im Vorschau-Screen bist du pink und im fertigen Screen bist du aber gut. Wobei ich finde pink ehrlich gesagt ein bisschen besser. Das heißt, hat so, weiß ich nicht, schaut halt aus wie Thomas Anders auf so einem Plattencover. Cherry, cherry lady. Da, 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 da.
ne? Achso, jetzt kann ich weiterfahren, oder? Aber wir machen das halt mit voller Absicht, weil jedes Mal, wenn ich bunt aussehe, triggert es Chat-Nachrichten und damit faken wir quasi Interaktion. Soll ich mal hier... Warte mal, hier ist der Elektromagnet. Wir könnten auch einfach irgendwelche Leute aus dem Chat einladen und zuschalten. Also auch mit Cam und so und mit denen dann so eine Talkrunde machen. Ich fand es ja eh immer schon am interessantesten, einfach den Mann von nebenan oder die Frau von nebenan zu interviewen. Ja, also ich könnte hier noch jemanden von nebenan fragen. Was meinst du? Was hast du dazu zu sagen? Ich könnte Willem und Maxima fragen, ob die Zeit haben. Willem? Ja. Wer ist denn das? Dein Nachbar. Oder Prinz Willem Alexander. Ach, die. Ja, also die, ich weiß nicht, die... Ich kenne mich noch nicht so gut aus hier. Sind die hier wichtig? Die wohnen nämlich hier in der Stadt. Nennt ihr die Maxi? Habt ihr so wenig Respekt hier vor der Königin, dass ihr nicht mal schafft, die Maxima zu nennen? Ich hab Maxima gesagt. Du hast Maxi gesagt? Maximi, Maxima, Maxi, Max ist da. Bei Gefahr sehe ich klar wie Che Guevara. Aber ich überlege gerade, weil ich jetzt gerade eben habe ich hier noch diesen Alan Wake-Aufsteller da hinten. Es gibt in der Stadt einen Laden, wo man sich quasi alle Royals kann man sich als Pappaufsteller kaufen. Voll geil. Da habe ich hier quasi auch für Freizeitrevue hätte ich dann Willem Alexander und Maxima und Töchter und Beatrix und so weiter und so fort. Alle Royals und auch hier von den Briten, die ganzen Royals. Überall. Diese Royals. Pub-Royals. Ein Earl von Windsor. Ein Duke von Wellington. Ja, dem können sie auf die Büchse spucken. Der sauft sein Cola. So. Komme ich da rauf? Komme ich da rein? Nee, da muss doch irgendwie... Da muss doch irgendwas unter die Kiste. Das ist doch das klassische... Wie der Chat völlig entsetzt ist, dass du das mit Willem Alexander nicht geschnallt hast. Ich hab's nicht verstanden. Mein Gott, ich hab auch meine Fehler. Fehler? Du bist ein Fehler. Hallo. Hier, okay, der Roboter doch... eigentlich kaputt oder ist der wasserdicht? Der ist wasserdicht. Das ist hier übrigens das Half-Life 2 Gedächtnisrätsel. Da musste man nämlich auch die Fässer unter die Palette schmeißen. Hattest du bei Half-Life 2 beim Spielen auch immer das Gefühl, dass du eigentlich gerade das bescheißt? Nee. Also, dass die meisten dieser Physikrätsel... Ich hatte die dann meistens immer so gelöst, wie sie wahrscheinlich nicht hätten gelöst werden sollen. Nö, ich war da eigentlich... Die Kids wohnen hier auch, genau. Die kann ich auch einladen. Ich war da eigentlich immer klug genug für Half-Life. Aber ich bin nicht klug genug für diese Stelle hier. Wie komme ich denn hier rauf? Ich kann hier nicht gut springen unter Wasser. Da kommst du auch nicht wieder hoch, oder? Nee, da hebt das sich nicht ein. Kannst du denn... Achso, dann mit dem Klotz, da kannst du auch nicht interagieren. Nee. Aber irgendwie, das Brett bewegt sich ja schon. Ja, aber man kann es einfach wegglitschen. Aber es hilft mir nichts. Wahrscheinlich hätte ich es doch gebraucht. Oh, wir sind jetzt in der Sackgasse gespielt. Ich glaube, du kannst ja sonst noch mal einen Checkpoint laden. Also war zumindest vorhin im Pausenmenü. Ja. Vielleicht muss ich... Bisher war es ja zwar minimal glitchy, aber vielleicht komme ich... Ah doch, ich kann mich doch hier hochwurschteln. Siehste. Ich darf nicht so viel springen. Ich muss auf die Kraft dieser Reifen vertrauen. Reifen, neuester Stand. So. Da kann man jetzt nicht durchgucken. Konnte man vorher nicht. Oh, jetzt geht's weiter hier. Die Lüftungsschacht. Boah, wenn die Welt jetzt in Trümmern liegen würde. So nur noch Nuclear Wasteland. Es gibt auf jeden Fall scheinbar kein Licht mehr, doch. Da! Wie baue ich jetzt? Ein Zeitchip.
Hast du gerade noch einen hier? Ich gehe jetzt erstmal ins Telefon. Ich habe mit Jasmin. Warte mal. Because of your parenting, he ran away from home in the middle of the night. He's only 12, Tom. Who knows what could happen to him? Oh Mann, he was only 12. Du kennst doch diese Doppelparodie von Michael Caine, oder? Von den zwei, ich weiß jetzt die Namen nicht. Das ist doch das auch. Let me finish. She was only 16 years old. Let me finish. And she was only 16 years old. Michael Caine talks very, very slowly. Was wollte ich jetzt gerade erzählen? Achso, wegen dem Zeitchip. Ich war mit Jasmin in so einem Antiquitätenladen. Die gibt es hier wohl viele. PS1. Habe ich doch PS1 vorhin schon gesagt. Sag mal, hörst du nicht zu, wenn ich rede? Nee, wozu denn? Also ist wirklich... Ich war mit Jasmin jetzt in so einem Antiquitätenladen, die heißen Kringlob hier, also da werden quasi, oder Kringlob, da werden quasi die, da kann man halt seinen alten Kram hinbringen und dann werden die halt quasi wieder verkauft. Und da war eine Regal. Pfandleier halt. Ja, so ist ähnlich. Nötig. Da war in einem Regal so eine alte Schale und dann irgendwie so eine Glasding und dann in einem so einem Fach ein Kartoffelchip. Naja. Und so wie viel habt ihr dann dafür bezahlt? Wir wurden ausgeboten von dem anderen Paar, das mehr dafür bezahlt. Aber geiles Haus. Der sah auch schon so richtig alt aus. Also so, als wäre der schon irgendwie seit 10 Jahren. It just needed a little tweak. Now we just need to find a radio and make a time chip. Vielleicht war er ja viel wert. We're going to need some real tools now. We should check the rest of the house. We haven't been to the laundry room yet. Hä, aber braucht man nicht ein Handy? Jetzt haben wir doch nur so ein blödes Haustelefon. Das war mal früher ein Handy. Nee, das ist kein Handy, das ist ein Haustelefon. Alter, das ist doch... Oh Gott. Können die stundenlang zuschauen. Das nie endende Rad. Jetzt bin ich aber unter die Räder gekommen. Hui. Oh, kannst du das andere da auch noch mit dazu tun, diese Keksschachtel? Übertreib mal nicht. Das ist wirklich ein Perpetuum mobile. Oh, stimmt, weil BlueCry96 das fragt hatte, der Kartoffelchip, die Umrisse von Helmut Kohl, habe ich gar nicht überprüft. Scheiße. Ob das ein Kartoffelchip ist, der aussah wie Prominenter. Ein alter Synthesizer. Synthesizer. Marvin macht das Techno auf seinem Synthesizer. Ich hab einmal Lux an Wunder live gesehen. Und mir hat alles wehgetan danach. Also ich habe so hart gelacht. Das ist wirklich. Es war heftig. Da habe ich mir ein T-Shirt gekauft. Auch eine gute Geschichte. So, Wir finden jetzt einen Weg in die Waschküche. Wer jetzt erst einschaltet, warum schaltet ihr jetzt erst ein? Was war los, Mann? Time Loader. Ein nettes. Time Loader. Indie-Puzzlespiel, Rätselspiel mit einem Rätselbulldozer, der lachen kann. Und das gibt's bei Steam ab morgen. Ihr könnt es auf eure Wishlist setzen und ab morgen dann spielen. Und ihr könnt auch jetzt schon eine Demo davon spielen. Wann ist es dann freigeschaltet morgen? Das ist 18 Uhr immer, oder? Ist da nicht immer so der Steam-Go-Live? Ich glaube schon. Ich weiß es jetzt nicht. Warte mal, ich guck mal, ob da ein Countdown eingeblendet ist auf der Seite. Hier steht... Oh, hä? Nö. Ach, guck mal an, da komme ich jetzt mit diesem Stabel gar nicht durch. Da muss ich mal so wieder putzen können. Wo werfe ich denn das jetzt hin? Da komme ich auch nicht durch. Wieder war die Stange im Weg. Das ist wie der Hund, der den großen Stock hat und dann aber nicht durch die Tür kommt. Was soll denn das jetzt bringen, Daniel? Ach. Verschwendete Zeit.
Sieht aber ganz geil aus mit diesem. Kannst du denn vor diesem hellen Fenster so Dinosaurierbewegungen machen? Weil dann sieht es so aus. Achso, du bist zu weit unten, ne? Was wie Jurassic Park. Ich bleib immer bei Baustellen, wo so ein großer, so eine große Baggerschaufel oder so ein Kranarm dann irgendwie ist. Bleib ich immer stehen und dann stelle ich mir mal vor, dass ich die Dinosaurier sind. Was ist denn das, was ich da habe und was kann ich damit Sinnvolles machen? Weil ich komme links nicht durch und rechts nicht durch. Achso, ich dachte, das ist das Gleiche, was du deinen Arzt fragst. Was ist denn das, was ich da habe und kann ich damit was Sinnvolles machen? Nein, Herr Veit. Kannst du es denn nicht einfach drüber werfen? Du kannst doch da drüber werfen. Stopp! Worüber? Ach, über den Topf? Ja. Na, ich weiß nicht, ob das so weit geht. Ja, okay, vielleicht geht es so weit. Ich weiß alles besser. Oh. Musst du mitnehmen. Big der Navy, so Industrieroboter. So, jetzt ist geil, wenn ich auch wieder hängen bleibe. Ja, ist so dumm. Kannst du auch nach oben werfen, oder? Oh, kannst, warte mal, kannst du in dem Haken schwingen da oben? Halt da fest, rein, wenn dann halt einfach im Maul und spring damit hoch. Geht das nicht? Mensch. Na, dann muss ich doch erst nein schmeißen. Dann schmeißen, nein. Jetzt ist es ein Dings da. Check Hopp. This shit out. Hopp. Ah, jetzt können wir hier. Oh Mann. Und wie die Dinosaurier scheiden dann wieder langfristig an einer Thermoskanne. Die hatten nämlich sich keine warmen Getränke mitgenommen. Das sollte man immer machen, vor allem auf dem Weg nach Brandenburg. Das Bügeleisen ist jetzt aber auch nicht mehr so ganz zeitgemäß, ne? Oder ist das nur Deko? Wie so eine beschissene Schale mit Muscheln drin auf der Toilette. A huge hole in the floor. It leads right to the laundry room. But we can't move the board because der Dodo 83 hat das mit Prime abonniert. Dankeschön. Danke dafür. So, mal wiegen. Knappes Kilo. Wieg mal. Waffeleisen. Oh, ich hab Hunger auf eine Waffel. Da unten kannst du was rausziehen. Ja, ich kann das alles rausziehen, aber ich muss immer die Dose erst. Ich glaube, ich muss die Dose nach unten bringen. Die Dose muss nach unten. Achso, nee, warte mal. Au, au, au. Ah, jetzt. Genau. Ah, nee. Hä? Danke übrigens fürs Clips erstellen, Ganslinger. Ich muss demnächst mal wieder eine Best-of-Runde machen. Aus den besten Clips. Ihr müsst uns dafür nur followen. Ihr müsst uns nicht mal abonnieren, dann könnt ihr hier auch lustige Clips machen, die dann hoffentlich in unsere Best-ofs reinkommen. Die dann hoffentlich ins Fernsehen kommen. Jeder Einsender bekommt 50 Mark. Dann müssten wir die aber auch so ups, die Punisher-mäßig kommentieren. Würde mich echt mal interessieren, ob man das irgendwie wissenschaftlich rauskriegen kann, ob in also zeitgleich mit Bitte Lächeln und Ups, die Pannenshow und so, ob nachweislich Eltern ihre Kinder mehr Gefahren ausgesetzt haben, weil sie auf diese 50 Mark gegiert haben. Naja, also aber es war ja immer eher so die... draufhalten und laufen lassen und dann hoffen, dass man halt einen geilen Geldgewinn kriegt, als dem Kind jetzt zu helfen, wenn es irgendwie gerade brennend... Es war doch eher so, dass man der dicken Tante Erika auf der Hochzeit dann eine Falle gestellt hat, damit sie dann da in die Stacheln reinfällt und so. Die Tante Erika. Hast du das da reingehängt? No, jetzt kann ich hier nach unten. Clever. So. Titanen der Uhrzeit.
Jetzt Ausgabe 1 von Del Prado. Mit den ersten Zahn von dem Tyrannosaurus. Nee, in Ausgabe 1 ist immer was Geiles. Ausgabe 1 ist der Kopf und Ausgabe 2 ist dann irgendwie der eine Wirbel am Schwanz oder so. Es gibt zurzeit gibt's irgendwie so ein R2-D2, den man sich so zusammenstöpseln kann über Jahrtausende. Denn Ausgabe 1 schon mit nach. Der ganzen Kuppel, Ausgabe 2 mit einer so einem Element von dieser Kette, auf der fährt. Ja, aber die Kuppel reicht ja, die kann ich mir woanders auch noch drauf machen. Auf so, keine Ahnung, auf so Webby Tegernseher oder so. Das merkt doch keiner. Voll gut. Reicht noch nicht. So, hier findet mich keiner. Was mache ich denn jetzt hier drin? Moment, das habe ich aber schon gemacht, Schämen? Oder? Habe ich das nicht schon gemacht? Ne, ich habe irgendwas anderes gemacht. Oje, oje. Jetzt aber. Weil es gerade gefragt wird, das Forgotten City wird wohl noch eine Weile dauern, bis es weitergeht, ne? Ja, ja. Wir haben jetzt so viel Stress im November, aber wollen wir auf jeden Fall weitermachen. Das war sehr cool. Gibt's jetzt übrigens ein Game Pass? Hast du das gespielt mit Fritz? Mit Martin. Achso, ja, Martin ist ja auch noch krank. Also der ist auch noch krank, ja. Der sieht noch nicht so gut. Ja. Zurzeit haben wir ganz schön echt Invalidenstadel. Ich drücke X. Aha, ein Lötkolben. Boah! Ich sag, der Laser kommt noch! And fix electronics. Oh nein, oh Gott, aua. Jetzt muss ich wieder ganz nach oben. Kannst du dich nicht hochlöten? Kannst einen weglöten? YB schreibt bei ihm oder ihr sind von 13 Leuten 8 krank. Ja, das ist. Ich glaube, das kennen gerade viele, aber. Der Endspurt dieses Jahr noch. Ohi. Oh, jetzt haben wir hier wieder so Schattenspiele. Ne, warte, ich geh mal hier ran. Bei Nosferatu würde sich der Roboter nicht bewegen und nur der Schatten. Jetzt. Ah, nee, da muss ich aber nicht wieder nach oben, oder? Das heißt, finde einen Weg in den Keller. Der ist eher unten. Ja, ja, aber. Da komme ich schon mal nicht rauf. Bringt das was, wenn ich diesen Wäschekorb woanders hinziehe? Fällt mir ein, ich muss die Wäsche auch noch machen heute. Ja. Um Gottes Willen. Oder hat das jetzt unten irgendwas blockiert? Ach nee, jetzt kann ich hier bestimmt wieder drehen und da passiert wieder irgendwas Tolles. Mach mal. Ui. Muss aber schnell, oder bleibt es oben? Der Wäschekorb hat's. Hat's versaut. Ich glaub, du musst den Wäschekorb. Ach, der Wäschekorb muss jetzt aber, hä? Ich hänge fest. Ich stehe erstmal fest. War gerade gefragt, aber ich denke mal so circa eine halbe Stunde oder so werden wir noch machen. Und dann. Ich finde, wir sollten an einem irgendwie logischen Punkt eine Lösung finden. Nämlich zum Beispiel der Punkt, wo ich zu dumm bin für ein Rätsel. Ja, da hätten wir vor einer Stunde schon aufhören müssen. Also das bringt aber auch nichts, egal wo ich den Korb hinziehe. Wer knurrt? Das klang gerade schon wieder, als hätte jemand geknurrt. Kann mir jemand helfen? Was muss ich hier machen? Der Korb links und dann kurbeln bringt nichts. Korb rechts. Schelle links, kannst du denn rechts. Kannst du denn den Korb da ganz von runterziehen? Das nee, der hängt dann da fest. Schau, da komme ich nicht mehr weiter. So, und schieben geht nicht. Nee. Was ist denn mit dem ganzen Geraffel, was da dran hängt? Kann man das nicht irgendwie runterfallen lassen, da links?
Nee. Korb in die Mitte und dann schwingen von unten, sagt Stark. Wieso? Ach so, kannst du von unten den Korb greifen, durch das Bügelbrett quasi durch. Genau, dann dahin stellen, hochfahren. Das ist gar keine schlechte Idee, vielleicht geht das. Und dann von dem Ultra Clean oder was? Ja, das geht doch. Ach so. Yes! Chat, ihr und wir sind zusammen. Ein halbes funktionierendes Gehirn. Hui! Au, voll Schienbein angehauen. Das ist echt, echt nett irgendwie. Vielleicht muss man doch mal auch dieses Little Nightmares spielen. Ich glaube, das ist auch total cool. Hm. Solder. Where are we supposed to find all the stuff we need? Bitte noch die Zeitreise machen. Den ganzen Akt noch fertig spielen, naja, schauen wir mal. Adam have all kinds of electronics in his room? We can probably find an old radio in the attic. Toys in the attic, I am crazy. So, aber ist nach rechts quasi. Achso. Dort den Pfeil. Du kannst doch mal die Karte aufmachen, dann sehen wir es doch auch, oder? Zwei Ziele gibt's: Attic und Schlafzimmer. Aber dann wäre jetzt, wir sind doch in dem, da müssen wir erst links und dann hoch, oder? Finde ein Radio im Flur, gehe zurück in den Flur. Ja, aber er zeigt mir da trotzdem den falschen Weg an. Wo bist du? Wo ist denn die Couch? Geh mal dem Pfeil nach. Geh mal dem Pfeil nach. Klingt genau wie ich, wenn ich irgendwo zu Gast bin. Wo ist die Couch? Wo ist denn die Couch? Das ist doch keine Couch. Das ist eine Couch. Boah, ich habe die Mutter aller Couches gekauft. So. Aber schwierig, weil dann will man nie wieder aufstehen. Warum auch? Es ist für mich Koordinatensystem 0.0.0. Hast du ja weit gebracht. Ja, ich glaube schon. Was kann ich jetzt hier machen? Nix. Aber ich kann hier den Robby anmachen. Weiß nicht, wenn du es im Leben geschafft hast, die perfekte Couch zu kaufen, dann hast du schon echt viel erreicht. Ich bin mit meiner auch ganz zufrieden. Ein Haufen Leute, die das nicht von sich sagen können. Jetzt wird hier programmiert. Wow. Roboterarm. Was der kann, alles nicht schlecht. Können wir nicht jetzt den endlich mal an uns dran bauen? Ich will, dass das so eine Johnny 5 lebt Nummer am Ende ist, dass der dann auch so ein Roboter-Afro und sowas hat. Irokesen, Roboter-Irokesen, so rum. Mit dieser Punk-Frisur. Ich habe den Film so oft gesehen, ich kann mich an nichts erinnern. Achso. Jetzt hat er den Stuhl wieder hingestellt. Achso, da muss ich mit hochfahren, ne? Vielleicht, schnell Hopp. Hinhalten. Uah. Nicht schlecht. Durchs Terrarium. Das sieht doch aus, diese Basis, ist da nicht ein Geheimcode drauf? Nee, ne? Oder auch so ein Muster. Das ist antik. Ist nicht so antik wie der Chip. Hep. Sehr gut. Der Tape Recorder still works. But how do we press that red button? Ja, so eine Alukugel. Oder ist das eine Murmel? Jetzt pack schon zu. Damit sie auch morgen noch kraftvoll zupacken können. Jetzt schieb sie runter. Plopp. Was soll denn das sein? Das ist so eine... So ein Gewicht. Schmeiß sie rauf und schwing dich rüber.
Oh, kannst du da das Gerät anschießen, genau. Boah! 10.000 IQ-Move. Plattenspieler, das ist der Humvee. Da ist wieder der Humvee. Nein, der Globus. Aha. Aber muss ich den dann? Ich glaube, ich muss den glaube ich nachrennen. Ja, das kann sein, aber wie? Fahr los, fahr ihm nach. Nee, vielleicht unten drum. Den musst du dir auch erst vorher noch mal irgendwie den Weg ebnen. Wieso? Ich hab doch jetzt den Globus. Ja, das stimmt. Wie bei Volksbanken, Raiffeisenbanken. Das war Wüstenrot. Nee, das war... Adam is writing to me. It's great that he's interested in science. And I'd be more than happy to help. Enthusiasm like his is rare nowadays. I'm sure that as long as Adam doesn't get burned out, he'll grow up to be an outstanding scientist. Sincerely, Aaron Lance. Aaron Lance und Alex Aaron Lance. Gute Nacht, Misaki. Vierte Obscure Pink Floyd Reference. Reference, welche denn? Das vorhin irgendwie. Ach so, Toys in the Attic, I am crazy. Daniel so muss auch schon langsam ins Bett. Der wird schon wieder seine Pillen hören aufzuwirken. Klapp. Klapp. Halt, da lang. Kannst du dich? Hm, und nu? Ich frage mich, ob du nochmal was mit dem Auto irgendwie machen musst. Muss ja, irgendwie da nach oben. So. Ich fahre einfach die Wand hoch. Ist dann noch unten, das war nur dieses Schreiben an diese von dieser Aaron, oder? Richtig. Was passiert, wenn du jetzt das Auto startest? Klappt es dann irgendwie hoch, dass du eine Etage höher fahren kannst? Dieser Aktenordner. Ah, das kann sein. Man weiß einfach nie, was dieser verrückte Humvee noch alles drauf hat. Ja, der hat sich aber schon bewegen müssen. Achso, kannst du dich gerade nicht bewegen? Achso, oder so. Ich will mich nicht bewegen. Oh, das ist mein Technics-Plattenspieler. Den habe ich schon so lange und der ist immer noch kaputt, wenn mir meine Ersatzteile fehlen. Falls einer von euch einen gebrauchten Technics-Plattenspieler sucht, sagt Bescheid. Könnt ihr meinen haben. Für Geld. Also ich bin echt überrascht, wie viel in dem Spiel drin ist. Ich dachte, dass das viel kleiner ist. Also es ist auch viel... ich sag mal, unspektakulärer so ist. Aber ich bin mir sicher, dass es da auch noch einen dritten Akt gibt oder mehr sogar. Also normalerweise hat man doch immer drei Akte. Der klassische Drei-Akter, wie man sagt. In deinem Alter schon noch. Oh je, die Pflanze ist kaputt. Hopp. Ist die Katze eigentlich in der Zwischenzeit, weil da stand nichts von denen dabei, dass sie bei dem Brand umgekommen wäre, ist die Katze zu so einem total verwilderten Monstrum geworden in der Zwischenzeit? Ich glaube schon. Mr. Koffer. Mr. Koffer. Der hat das alles zusammen konstruiert. Rube Goldberg. Da Jace sagt, die dürfte nach so vielen Jahren nicht mehr leben. Ja, aber was, wenn sie das Us gegessen hat? Dadurch jetzt zu... Ich weiß nie, ob es Tocker oder Räser ist, aber ist ja egal. Das eine ist ja eine Schildkröte und das andere ist ein Wolf, aber so ein Katzenmutant. Ist schon recht. Ich glaube, Tocker ist die Schildkröte. Wir werden das einem Faktencheck unterziehen und das könnt ihr dann morgen im Internet nachlesen. Die Hermes. Au.
Story. We've carefully examined all the documents, and our analysis has determined that the fire was started by rats that chewed through a power cable. Given the circumstances, the insurance company is under no obligation to compensate you for any damages. You may inherit the house, but you will be obligated to repair it. The cost of these repairs would be several times the market value of the house. Sincerely, Lawrence Parker of Clark Parker and Partners. Hey, was? Dann zahlt die Versicherung nicht? If I hadn't changed the past, if I hadn't gotten rid of the cat, none of this would have happened. I'm going to fix everything, Adam. I promise. Toll gemacht, Daniel. Hey, this radio is in great shape. It'll be perfect for setting temporal coordinates. Moment mal. All systems green. We're almost done. Mhm. We just need one last component. Also okay, ich glaube ja, dass das alles super ist. Aber wie kann das Spiel Gameplay daraus machen, dass ich irgendwie den Pappkarton hochfahre und der Teil, wo ich dann komplettes Radio diesen ganzen Weg zurücktransportiere, wird dann einfach ausgeblendet. Naja, er kannte ja den Weg schon. Naja, das ist halt so wie bei solchen Präsentationen in the interest of time, was sonst würde das hier noch 9 Stunden dauern. Noch 1 Stunde 45 durchhalten und wir wissen, wie teuer das Spiel ist. Wir wissen es tatsächlich nicht. Aber ihr könnt ja die Demo ausprobieren. Ich guck mal ganz kurz dann entscheiden. Währenddessen parallel, ob ich nicht doch quasi ein Infodokument dazu irgendwo gerade noch habe. Ich dachte, was Ähnliches bekommen zu haben. Jetzt hast du voll meine Trapezkünste. Der Ach. Große Roboter Lini. Nee, bei das wäre ja ein Zauberer, Trapezkünstler, das ist ja meine ganze Familie, die Robolinis. Die Aquatos. The famous Robolinis. Frying Fredolini Brothers. Wie heißen die bei Monkey Island? Fettuccini Brothers? Wollten wir auch nochmal spielen, ne? Irgendwann, aber nicht das erste. Stimmt, das wäre eigentlich ein super Spiel für die Switch. Adam's Science Lab. Nice sight. Ich habe es leider jetzt nirgends finden können. Jetzt schaue ich nochmal. Nee, ich sehe hier leider noch keinen Preis dafür. Wie halte ich denn das Feuerwehrauto da oben? Ich war jetzt leider gerade mit Recherche beschäftigt. Recherche einfach so. Nee, es ging einfach so. Oder so. Ich musste mich nicht mal bemühen. Jetzt mach halt mal einen Zeitchip, Daniel. Jetzt warte mal. Ich muss hier gerade rangieren. Hopp. Nicht schlecht. So, hier. Oh, was ist das für ein Rechner? Ich glaube, so einen hatte ich. Nee, so einen hatte mein Spätzle mal. Ich sage jetzt nicht, wie er heißt, aber es war nicht der Cubby. Bit Happens steht da drauf. Oh, geil. Oh. Ein DOS-System. Ist das nicht Norton Commander? Nee, mache einen Zeitchip. Ja, geil, okay. Warte mal. Antivirus-Ordner. Muss ich da jetzt die Configs umbauen? HiMemSys, EMS 386, okay, Files 30, Buffers 30, schaut gut aus. Auto-Exec-Bot, Passwort geschützt, scheiße. Bei Invent wahrscheinlich, oder? Run A. EMS, HiMem, Kernel, SM Drive. Ne, geht nix. Ah, nochmal. Sowas finde ich immer übrigens total nett, wenn man in Spielen irgendwie so eine andere Bedienebene dann noch hat. Ah, da war das Passwort. Guess it's a good thing I hung on to it. Copying 98%, 99%, 100%. Ach, weil das alles vom Virus quasi zerfressen ist.
Mach mal Antivirexe ausführen. Das ist ganz schön schnell für einen alten DOS-Rechner. Normalerweise könnte man jetzt quasi eine Familie gründen in der Zeit, wenn man zurückkommt. Ist es vielleicht. Invent. Ah, hier sind die Bilder. Aha. Wo ist denn der Ordner? Robot Capture. Oh, warte mal. Kannst du das mal mit deinem Handy scannen, was da passiert? Wieso gab es eigentlich 2020, ne? So, und es passiert was? Robotcapture.com. Oh. Da sind doch das so Symbole. Warte mal. Wie soll ich das? Hä? Also, da kommt jetzt so eine Webseite hier. Warte mal. Mhm. Ich weiß ja nicht, man muss ja da jetzt irgend so ein Capture eingeben, aber. Ich habe ja gar keine Tastatur. Ich sehe das gar nicht. Wahrscheinlich muss man das übersetzen. Command.com ist immer noch im Arsch. Wahrscheinlich muss man das übersetzen mit den Symbolen, die man da findet. Wrong code, access denied. Naja. Aber da muss ich jetzt schon irgendwas eingeben, oder? Mache ein Zeitchip. Stimmt, muss ich da irgendwas richtig eingeben, aber habe ich jetzt alles schon gesehen? Nee. Also, es gibt FDOS, da kann ich. Da sind irgendwelche Dateien. Antivir habe ich schon geladen. Invent, da sind ein paar GIFs von Dingen, die er erfindet. Copying Machine, Lava, Lampe, irgendwas, Magnetantenne, ein Roboterarm, den habe ich ja schon dran, und Solen-MT, Solenoid Valve-Based Stepper, keine Ahnung. Netspace im Cache ist dieser QR-Code, den hast du dir jetzt schon angeschaut. Ja. Fotos ist eher im Labor mit der Katze und die Mutti. Rest kann ich nicht aktivieren. Tja, und wie komme ich jetzt weiter? Oben rum irgendwie. Ja. Wahrscheinlich ist es auch gar nicht das Rätsels Lösung gewesen, da im Computer rum zu tun. Aber das haben euch ihre Eltern ja auch schon früher gesagt. Aber was hat Adam denn dann gemacht, dass der Vater auf einmal so stinkig ist, wenn er seine Wissenschaftlerkarriere verfolgen will? Auch hier kann ich einen Chip bauen. It's a good thing the schematics for the time chip are stored in my memory. We'll have convenient. To cut some I hope this works. Oh, jetzt kommt die Zeitreise. Leute, das gucken wir uns noch an. We just need to set the coordinates. Und in welches Jahr fahren wir jetzt? Boah, hoffentlich ins Jahr 1776. Akt 3. Hat immer noch Ladescreens. Haha, geil. Oh nein. You've gotta be kidding me. No. Aber in welchem Jahr sind wir jetzt? Nein, jetzt bin ich wieder 95, oder? Jesus hatte keine Räder. Jetzt müsste ich doch wieder 95 sein, weil jetzt kann ich wieder alles ändern. Oder? Why did we end up on ja. The time chip must have malfunctioned. Oh nein. Es hat doch wieder nicht funktioniert. Und ich habe nicht genug Räder, um hier durchzufahren. Wo unten durch? Unter dem Rad? Nee. Kannst du da nicht drüber hüpfen? Nee, ich kann ja nicht hüpfen, weil meine Räder sind abgefallen. Nicht hüpfen. Keine Räder. Oh Gott. Kein Hüpfen. Naja. Ah ja, warte mal. Vielleicht komme ich ja hier irgendwie durch. Und ich fahre jetzt wieder oben rum. Oben drauf, genau. Oh Gott. Klapp. Und jetzt festhalten und rüberschwingen, genau. Und dann die Räder dran bauen. Endlich wieder Räder. Okay, we're back in the past. Our actions led to Adam's death. To set things right, we need to undo the main changes we made in this timeline. This timeline appeared when we chased the cat away. That's the key event that changed the future.
So in order to save Adam, we need to get the cat back to the treehouse. Ja, aber dann fällt er doch wieder runter. Ach was. It could even cause the entire universe to collapse. Das ist ja geil. Right now our double is going to the living room to destroy the car. We can get there first if we go through the garage in the basement. Ja, okay. Das ist ja abgefahren. Ich würde aber sagen, dass wir an dieser Stelle jetzt quasi für heute Schluss machen, weil ihr sollt ja auch noch selber quasi das Ende erspielen können. Für euch nochmal der Hinweis, dieses Spiel Time Loader gibt es ab morgen auf Steam. Es gibt jetzt schon quasi den Prolog davon als Demo, da könnt ihr das dann auch nochmal ausprobieren, wie sich das so spielt. Und genau, Wishlisten könnt ihr es natürlich auch, aber das ist ja in bald ist das Spiel dann auch verfügbar. Danke nochmal auf jeden Fall an den Entwickler und den Publisher des Spiels, dass wir mit euch zusammen das angucken durften. Genau. Was wolltest du noch sagen? Vielleicht der eine Hinweis. Wir haben es vom Entwickler jetzt noch nicht bekommen, aber wir werden, glaube ich, bevor wir dieses Video dann auf YouTube hochladen, morgen oder spätestens übermorgen, werden wir von denen wahrscheinlich einen Tracking-Link bekommen, über den man dieses Spiel kaufen kann. Also wenn ihr in dem Fall sogar uns einen Gefallen tun wollt, dann und ihr wollt dieses Spiel kaufen, dann macht das gerne über den Link, weil das erhöht unsere Chancen, dass diese Entwickler gerne in Zukunft wieder mit uns zusammenarbeiten wollen. Und ganz ehrlich, jemand, der uns sponsert, für einen Abend mit so einem Spiel zu verbringen, da habe ich auch in Zukunft nichts dagegen. Ja, hat Spaß gemacht. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Dann euch einen schönen Abend heute. Was wir nächste Woche im Stream machen, das müssen wir jetzt noch klären. Wie gesagt, wir haben gerade eine, wie sagt man, Krankensituation nimmt Überhand. Mhm. Aber irgendwas werden wir schon finden für kommende Woche. Genau. Gibt's dann euch einen schönen Abend und wir sehen uns, ach ja, Programmhinweis, wir sehen uns hoffentlich am Mittwoch, also morgen ab 15 Uhr auf Max mit der großen Fing Hardware Sendereihe morgen und am Donnerstag und nächste Woche Mittwoch, Donnerstag und übernächste und überübernächste Woche Mittwoch, Donnerstag immer ab 16 Uhr auf Max und GameStar YouTube. Fing Expo, neue Spiele, tolle Gäste und viel Spaß mit uns. Genau. Genau. Dann gute Nacht. Danke. Tschüss.